Let's get ready to rumble! So, Andreas, da sind wir wieder vereinigt zum Format Comic vs. Film. Zum dritten Mal. Und ich glaube, vorstellen brauchen wir jetzt heute nicht. Ne? Und zwar, genau, wir lassen ja hier immer schön die Filme gegen die Comicvorlagen antreten und wir befinden uns immer noch in der ersten Phase des MCUs, ja. Rückblickend ja irgendwie eine echt wahnsinnige, also was daraus entstanden ist, ne? Wie jungfräulich das damals noch alles war. Kannst du dich da noch eigentlich zurückerinnern, so? Also, ja. Kannst du das nochmal kurz irgendwie in Worte fassen, wie die, was dir damals so durch den Kopf ging? Oder durchs Herz? Total. Ich war unfassbar gehypt damals. Also so kurz vor dem ersten Avengers-Film war ich so heiß drauf, ne? Also ich hatte mir die anderen natürlich davor angeguckt und haben wir vom einen mehr, vom anderen weniger begeistert. So. Aber so die Vorstellung, und dann hast du den ersten Trailer gesehen zu diesem Avengers-Film damals, wo du so die ersten Bilder aus der Schlacht von New York gesehen hast. Und ich war vollkommen weg. Also ich habe meine Frau total genervt damals, weil ich irgendwie fast die Tage gezählt habe, bis wir endlich in den Film gehen konnten. Und so. Davor ist aber noch ein anderer, ne, den wir gleich noch besprechen werden. Ja, ja. Ich weiß. Das ist, also mir ging es ähnlich. Das ist einfach, ich erinnere mich daran zurück, dass man ja auch einfach, also du sagst es mit deiner Frau, ich weiß das noch mit meiner Kinoklicke, wie man die anderen voll generdet hat, so, ne? Wie man, dein Handy ist, glaube ich, auf laut, kann das angehen? Also wie man die anderen voll generdet hat, so dass man von wegen hier, das und das wird das nächste Projekt sein. Und dann, ich war auch immer, ich habe immer so ein bisschen dieses Worst-Case-Szenario-Denken so ein bisschen in mir. Und ich war auch, das hatte ich ja bei Thor schon erwähnt, ich war immer so ein bisschen auch mit dieser Angst, dass das ganze Marvel-Filmprojekt wieder in sich zusammenkrachen könnte. Weil ich eben noch nicht so überzeugt davon war, dass die Dinger eben voll im Mainstream angekommen sind, dass die eben halt von der breiten Masse angenommen werden. Weil, sind wir mal ehrlich, reine Comic-Fans reichen nicht fürs Kino. Ne? Also nee. Das ist eben ja das große Grundproblem, ne? Warum es eben auch vorher oder beziehungsweise dann erst in den 2000ern losging mit erfolgreichen, beziehungsweise Blade ist. Aber Blade war aus meiner Sicht nicht erfolgreich, weil es eine Comic-Verfilmung war. Blade war halt ein Vampir. Action-Splatter, so, ne? Genau. Von denen die meisten nicht mal wussten, dass es eine Comic-Verfilmung war. Und mit X-Men ging es dann so das erste Mal los, Spider-Man und dann halt eben MCU. Und ja, echt, also, und genau, über den Film, den wir ja heute als erstes besprechen wollen, da hatte ich auch noch große Angst, muss ich sagen. Ich auch. Ich erinnere mich auch noch so, was in Foren geschrieben wurde. Da wurde der auch am wenigsten positiv erwartet, so gerade in Deutschland, wo ja Patriotismus jetzt nicht irgendwie so positiv konnotiert ist. Und da ging man eigentlich davon aus, na, wird das außerhalb von Amerika funktionieren? Ne? Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt mal, also wir reden ja gleich darüber, wie wir den Film empfanden, wie wir das im Vergleich zum Comic empfinden. Wenn man das rein vom Einspiel her betrachtet, ich meine mich zu erinnern, dass sich das ungefähr auch so wiedergespiegelt hat, wie es erwartet wurde, dass er deutlich mehr in Amerika als im Rest der Welt eingenommen hat, aber ich mag mich täuschen, kann ich ja gleich nochmal nachliefern. Also wir reden jetzt über Captain America, yeah, The First Avenger, und hast du das Comic parat gelesen, vor Augen? Weil ich habe es tatsächlich bei meinen ganzen Erstausgaben, die ich hier irgendwo rumfliegen habe, nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte es, aber habe es irgendwie nicht gefunden. Nee, also ich habe die Origin auch irgendwo, aber frag mich auch bloß nicht, ja, wo jetzt. Ich habe ja gerade hier ein absolutes Chaos noch bei meinen Comics, habe ich ja erzählt, vom zusammengestürzten Schrank und so. Und da muss wieder alles neu sortiert und neu verteilt werden und so. Von daher, ich weiß teilweise wirklich überhaupt nicht, wo die Comics gerade sind. Aber ich kann mich nur gut an die Origin erinnern. Und die ist ja auch, die ist eigentlich gut übernommen worden im Film. Ne? Also war jetzt nicht großartig anders als im Kino. Also ich erinnere mich nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich nur schemenhaft an die Origin. Deswegen verlasse ich mich mal so ein bisschen heute auf dein Urteil. Ähnlich wie bei der
bei der Hulk Origin, ich erinnere mich sehr gut an die Hulk Origin, weil ich es ja auch habe, ja, aber ich erinnere mich immer lieber an so aufgearbeitete, überarbeitete Origins und ähnlich bei Captain America eben auch, ne, da, da gibt es ja einmal so die trashige, da, die fällt mir jetzt gerade erst ein, hatte ich gar nicht in der Vorbereitung dran gedacht, hier, Wiedergeburt der Helden, ja, also der ganze Wiedergeburt der Helden Event, den fand ich, ja, ist halt Trash so aus meiner Sicht, ja, aber spaßiger Trash, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genau bei Cap war, bei Wiedergeburt. Ja, das war doch gestartet, also die Captain America Serie war gestartet, dass er da doch irgendwie mit Familie und sowas aufwächst und dann irgendwann merkt so, hä, das ist gar nicht meine Familie und dann waren das hier lebensechte Roboter und sowas, wie sie Nick Fury halt öfters einsetzt und dann hat er irgendwie gemerkt, hey, ich bin Captain America, irgendwie so war das und genau, und dann bei den Avengers, bei der Avengers-Serie war das dann, haben sie dann die Rollen so ein bisschen getauscht, da war dann nicht Captain America der, der von den Avengers im Eisblock entdeckt wurde, sondern da haben die Avengers mit Captain America schon Thor im Eisblock entdeckt. Ja, ganz dunkel erinnert mich. War auch völlig egal, ganz im Ernst, war völlig egal. Es war reine, das war halt, ne, so wie Image eben damals war, drauf war, das war reine Optik aus meiner Sicht. Also vor allem die erste Hälfte von Wiedergeburt der Helden. Ich fand's damals ganz cool, weil es halt einfach so einen total neuen Spirit reinbrachte. War da nicht auch Liefeld der Zeichner? Genau, Rob Liefeld. Ja. Und ich war halt damals noch gar nicht, ich hatte von Image gar nicht groß was mitbekommen, ne? Ich hatte mich rein mit Marvel irgendwie aufgehalten und ein bisschen bei DC reingeschnuppert. Und deswegen waren diese Zeichner für mich total neu und aufregend erstmal. Aber ich merkte halt auch, dass es eine ganz andere Art von Comic ist. Dass es halt wirklich außer diese Zeichnung eigentlich nichts bietet. Da wurden auch ja unheimlich viele Sachen so in den Raum geworfen. Einfach so Dinge, wo man dachte so, ah, okay, da könnten Storys draus entstehen. So, das kenne ich ja aus dem klassischen Universum. Und eigentlich wurden sie dann nie zu Ende geführt. So, ne? Mhm. Innerhalb von 12 oder 13 Ausgaben ist ja dann auch, also viermal, ne? Waren ja vier Serien, ist dann ja das ganze Universum wieder in sich zusammengekracht. Weil da gab es ja auch hinter den Kulissen, glaube ich, sehr viele kreative Differenzen. Wenn man heute sich mal rückblickend das alles mit Rob Liefeld und sowas durchliest. Und ich glaube, die Verkaufszahlen waren auch einfach nicht so, wie sie sich das erhofft hatten und so weiter und so fort. Naja, und dann wurde es irgendwie von anderen Leuten ja zu Ende geführt. Ich weiß auf jeden Fall hier, der Comics-Fan, André, der sagt ja, dass er das mega abgefeiert hat oder sowas damals, glaube ich. Also sagt er, so habe ich es in Erinnerung, dass er da auf jeden Fall ein mega Fan von war. Wie gesagt, ja. Ich fand es halt ein cooles Happening, weil es einfach mal anders war. Aber ich kann auch verstehen, dass das nicht wirklich funktioniert hat. So. Mhm. Ja. Genau. Film hatten die schon diese originale Origin, meine ich. Die haben es ziemlich 1:1 übernommen, glaube ich. Ne? Also dieser Doktor, der mit dem Supersoldatenserum, der dann halt nach erschossen wurde. Und eben Steve Rogers, dieser schmächtige Junge, der dann zum großen Captain America gemacht worden ist. Wie fandest du die Effekte? Wie fandest du den? Als sie ihn so geschrumpft haben, Chris Evans? Ich fand es ziemlich geil. Also fand ich auch gut, ja. Also der sah wirklich wie so ein absoluter Lappen aus, kann man ja sagen. Mhm. Und dann haben sie echt ihn so, so aufgepumpt in Rekordzeit halt. Also war stark, war wirklich gut. Ja, ich war auch überrascht, weil das war nicht selbstverständlich damals, dass so Körpermorphing oder so war damals noch was sehr, sehr Ungewöhnliches und es war, glaube ich, auch kein richtiges Morphing, sondern ich glaube, sie haben da viel mit, ähnlich wie was ich bei dem einen bei Abomination einmal bemängelt hatte, dass sie da einfach so, glaube ich, 2D-Perspektiven raufgesetzt haben oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder es ging gerade los mit Körpermorphing-Effekten. Aber auf jeden Fall war ich echt überrascht, wie gut das funktioniert hat. Weil das war ja schon, das war ja nicht nur eine Szene oder so, sondern das waren ja schon, das zog sich ja wirklich da schon eine gute Zeit lang durch. Ne? Ja. Ich gucke gerade noch mal einmal. Ich muss nämlich sagen, ich habe mich tatsächlich getäuscht. Tatsächlich hat Captain America international, wo ist er? Achso, jetzt habe ich den gerade hier weggemacht. Der hat, im Vergleich hat Iron Man zum Beispiel in Amerika
so 50 Millionen ungefähr mehr eingespielt als international und worldwide nur unter 600. Das war mir gar nicht bewusst, dass es eigentlich sogar so wenig war, in Anführungsstrichen, bei Iron Man. Krass. Okay. Und Captain America hat insgesamt 370 eingespielt und davon tatsächlich 193 international, also und 176 Domestic, also Amerika. Das war mir echt nicht bewusst. Krass. Ja, das ist 52%. Crazy. Ja, also ja. Habe ich auch Blödsinn erzählt, ja. Genau. Dann, ja, magst du mal weitererzählen? Warte mal, oder beziehungsweise, also genau, ne, erstmal der Schmächtige, dann, ich möchte noch einmal erwähnen hier, der Tommy Lee Jones in der kleinen Nebenrolle, muss ich sagen, geht unter aus meiner Sicht, also hätte nicht, also ist quasi einmal so von wegen, hey, wir haben Tommy Lee Jones dabei, aber aus meiner Sicht ist der Ausbilder, der strenge Lieutenant, Kapitän, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so mit Militärringen aus. Ja, der Drill Sergeant da irgendwie. Ja, genau. Und ich muss halt, es geht halt keiner über den Drill Sergeant von hier Full Metal Jacket, so, das ist halt für immer und ewig so der geilste. Deswegen, achso, genau, hier einmal nochmal erwähnen, ne? Ich bin extra hier in Uniform heute. Genau, der geht ein bisschen unter, finde ich, Tommy Lee Jones. Also wenn man halt einfach weiß, dass er ganze Filme tragen kann, da ist er hier relativ eindimensional, wenn ich ehrlich bin. So, aber er schadet auch nicht. Ne? Also ist jetzt merkt man schon, dass er da nicht so, dass ich habe ihn vergessen. Also ich bin jetzt wirklich gefordert. Gebracht, ne? Ja. Das ist natürlich für so einen super Schauspieler, ist halt natürlich echt wenig gewesen. Ne? Am Ende ist ja, man weiß ja auch, dass seine Rolle im Endeffekt ja nicht erhalten bleibt, so, ne? Aufgrund des Zeitsprungs, der dann später kommt. Ja. Genau, dann dann wird er da halt eben montiert. Ein Riesenunterschied haben sie natürlich gemacht, ne? Also der schon erheblich ist. Also Bucky ist halt kein Kind, ne? In den Captain America Comics ist Bucky immer ein kleiner Junge gewesen, weil ich immer schon so eine der unglaubwürdigsten Sachen an den Comics eigentlich fand. Und fand ich gut, dass sie den Film nicht gemacht haben, weil also, dass ein Captain America ein Kind einfach so mit in den Kriegseinsatz nimmt, ist so... Völlig geisteskrank, ja. Aber das ist ja irgendwie so ein Spleen von Superhelden, ne? So Batman und... Captain America. Wie kanntest du Sebastian Stan vorher? War der irgendwie ein Begriff? Nee, überhaupt nicht. Ich ob der irgendwie bei einer Serie vorher mitgespielt hat. Mir war auch kein Begriff, deswegen und ich wusste ja natürlich auch nicht, was dann irgendwie als zweites Projekt geplant ist und sowas, deswegen... hatte ich auch keinen Plan, dass der dann irgendwie später nochmal so eine tragende Rolle oder auf jeden Fall ein Held nochmal im Marvel-Universum sein würde oder erst ein Schurke, dann ein Held. Ich gucke gerade mal, der hat bei Black Swan ist er wahrscheinlich, da ist er wahrscheinlich das erste Mal in Erscheinung getreten. Das ist ja ein großer Film gewesen, ne, mit Natalie Portman. Mit der Tänzerin, ne? Ballettfilm, Ballettdrama. Ja. Ansonsten sehe ich hier nur so kleine Komödien oder Liebesfilme, von denen ich jetzt nichts mitgekriegt habe. Ja. Also die auch nicht irgendwie groß vom Namen her sind. Dann mutiert Captain America. Der Wissenschaftler stirbt, weil, wer ist das da? Hydra irgendwie schon mit drin steckt. Mhm. Und die Verwandlung, wie fandst du die so? Ja, die Verwandlung von Chris Evans? Sah gut aus. Also mir hat das gut gefallen. Also für die Verhältnisse damals... echt sehr ordentlich. Eigentlich war es ohne Effekt, aber sie haben ihn halt einfach, ne, so wie das ja heutzutage fast immer, ne, du pumpst dich halt einmal ordentlich vorher auf. Und der Chris Evans war ja schon immer gut in Shape, gut in Form und ich komme ja, wie gesagt, aus dieser Fitnessbubble und aus, ich meine, man kann den Hollywood-Schauspielern unterstellen, was man möchte, klar. Bei Chris Hemsworth würde ich da auch größtenteils mitgehen, dass er wahrscheinlich hier und da mal ein bisschen mehr macht. Aber Chris Evans ist für mich eigentlich immer so die Spitze und deswegen auch die optimale Optik eigentlich für Captain America, die Spitze des natural Möglichen. So, naja, ne, hier und da sieht mal einer noch krasser aus, klar, aber er ist halt eben aus meiner Sicht so das, was wirklich athletisch machbar ist, so für einen für einen fitten Typen. Und in der Szene hat er sich einfach halt, ne, aufgepumpt, die Beleuchtung und so weiter, haben sie gut gemacht. Peggy Carter, fand ich, das war auch ein super Move für den Trailer, fand ich einfach. Also sie haben halt, das ist so ein Ding, da haben sie
Sie haben es, genau, da möchte ich sowieso dann eben darauf eingehen, wie sie es, ob sie es geschafft haben, wie sie es geschafft haben, eben Chris Evans sozusagen zu Steve Rogers zu machen, so, ne? Genau, ich weiß nicht, meinst du, wir müssen noch über die Handlung sprechen? Im Endeffekt, der Rest ist ja eigentlich Zweiter Weltkrieg, Geballer. Ja, und, ich habe mich gewundert irgendwo, weil der, im Endeffekt ist der eigentlich weniger Superheldenfilm als ein echter Kriegsfilm eigentlich. Ne? Aber also, PG-12, genau. Ja, ja, genau. aber hat richtig gut funktioniert, fand ich. Also weil, ich bin ja eigentlich nicht so der Riesen, also ist jetzt nicht unbedingt mein Genre so, Kriegsfilme. Aber ich fand den wirklich gut. Also ich fand den überraschend gut. Und Cap war gar nicht so mein Charakter irgendwie. Also ich hatte nicht, damals hatte ich noch gar nicht viel gelesen von Captain America. Auch so zu Kinderzeiten fand ich den auch irgendwie nicht so faszinierend. Und ja, ich dachte halt wirklich, dass das Cap irgendwie dieser typische Amerika ist toll und so, weißt du, so dieser Hurra-Patriotismus irgendwie. Und ist er ja nicht. Also er ist ja auch sehr, sag mal, Amerika-kritisch, wenn es ein scheiß Amerika ist. Also wenn es der richtige Autor ist vielleicht, ne? Oder eben ein Autor, der eben halt auch einfach das Ganze gerne hinterfragt und so, ja. Ja, und das ist ja eigentlich schon seit den 70ern so, also dass sie die Cap nicht mehr so bescheuert darstellen wie am Anfang. Am Anfang gibt es ja die Geschichten, wo dann Japaner und Deutsche vermöbelt irgendwie so unglaublich billig geschrieben hat. Aber die, haben sie rausgelassen und haben sie überzeugend gemacht, finde ich. Die Comic-Geschichte von Captain America kann man ja eigene Videos mitfüllen, ne? Dass diese McCarthy-Era und sowas, die ja später dann geretconnt wurde und so, ne, wo er irgendwie Kommunistenjäger war und so, ganz crazy. Genau, also Captain America eben immer eine Figur seines Zeitgeistes und wie du sagst, eben halt relativ lange eigentlich dann eher so, also inzwischen relativ lange so geprägt, dass er halt auch kritisch immer auf die Regierung oder die Politik von Amerika schaut oder die Verhältnisse, aber den amerikanischen Traum eben verkörpern möchte. Und eigentlich ja auch darüber hinaus, er ist ja gar nicht mehr jetzt, ich habe ihn nämlich hauptsächlich immer kennengelernt als, ich habe Captain America Comics so gut wie gar nicht gelesen, wie gesagt, und habe ihn halt immer nur wahrgenommen als Anführer der Rächer. Und er war für mich eben immer dieser Typ, der mit relativ, also der innerhalb dieser Gruppe von Göttern und Hulks und so weiter und Namor, ja, die ihn alle mit einem Punch eigentlich zu Matsch hauen könnten, war er halt irgendwie der Angesehenste, weil er immer in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil er immer moralisch auf der richtigen Seite ist und weil er halt eben auch nie aufgibt, für das Richtige zu kämpfen. So, ne? Also er würde aufgeben, wenn er damit zum Beispiel die Leute retten kann und so weiter. Also das ist im Endeffekt ist er sich genau der Held, den man sich eigentlich so als Helden wünscht. Und hat aber natürlich im Gegensatz zum DC-Pendant so, ich sehe ihn immer so als Gegensatz, er ist so das Spiegelbild von Superman, was den Charakter angeht, was die Führungsstärke angeht, aber er ist eben nicht dieses körperlich völlig überlegene Material und deswegen auch nicht ganz so langweilig vielleicht. Ich finde Superman gar nicht so langweilig, aber das ist ja das, was Superman oft vorgeworfen wird, dass er eben zu wenig Schwächen hat, ne? Ja. Genau, also Captain America war für mich auch, wie gesagt, ähnlich wie Iron Man, war jetzt eine Serie, die mich nicht groß angesprochen hat, die so ein bisschen altbackenen oder ein bisschen zu wenig fantastisch war. Genau, mich hat dieses Spionage-Ding damals auch ehrlich gesagt nicht so interessiert, gegen Hydra und so. Und die Gegner waren mir auch alle nicht spektakulär genug und sowas. Ja. Ne? So der eine kann dann irgendwie den Kampfsport, der andere kann den Kampfsport und der eine trägt eine Maske und so, ja, ist ein Bane-Verschnitt oder irgendwie, keine Ahnung, also, war alles nicht so mein Ding. Genau. Aber natürlich als Marvel-treuer Fan, ne, wie wir sagten, so in dieser Phase hat man natürlich alles geguckt. Ja? Ja. Genau. Ich war auf alles gehypt. Ich war ja einfach neugierig, wie das dann sein wird. Und ich hatte vor dem, also wie gesagt, vor Thor hatte ich schon so ein bisschen Angst, so ist das machbar für den Mainstream? Und es hat gut funktioniert. Ja. Und vor Captain America hatte ich dann eben noch mehr ein bisschen mehr Angst, weil ich dachte, wie gesagt, interessiert das den Rest der Welt? So, ne? Die Zahlen haben wir ja eben, habe ich ja eben gesagt, das hat anscheinend funktioniert. Wobei die Einspielergebnisse damals ja noch echt überschaubar waren. Heute wäre das ein großer Flop, ne? Von dem Geld her, was er eingespielt hat. Aber die Budgets waren ja auch überschaubarer, 140 Millionen übrigens. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Standardbudget damals, was sie sich zugetraut haben. Und
Ja, also wenn ich, also ich kann auch, du kannst auch zuerst sagen, wenn, was du so von dem Film als Gesamtes hältst. Red Skull haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber kannst ja mit reinnehmen, wenn du möchtest. Oder soll ich? Was meinst du? Ja, also ich fand Red Skull, fand ich schon, fand ich überzeugend als Bösewicht. Fand ich weiß ja, den hat ja auch irgendwie ein relativ berühmter Das Film. war Mr. Smith. Mr. Smith von Von Matrix. Matrix, genau, richtig. Ja, ich Der kann mir nur besser merken als seinen Schauspielername. Ich kann nochmal genau. nachgucken. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Bei Herr der Ringe hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Wenn mich nicht alles Ja, täuscht. Na, Hugo Hugo Weaving, genau, natürlich, Weaving, ja, klar. genau, Weaving, Genau, richtig. ja. Und ja, also klar, ist natürlich viel Knallbumm gewesen, ne? Aber der hat unheimlich gut unterhalten, fand ich. Und er hat einfach, der ist so wie bei Iron Man gewesen, halt mit Robert Downey Jr. So haben sie mit Captain America die Top-Besetzung mit Chris Evans gefunden. Der ist Captain America, so. Und der hat tatsächlich auch geschafft, mich für den Charakter zu begeistern. So, der ist halt wirklich diese Leuchtfeuer, so, ne? Diese Hoffnung, die personifizierte Hoffnung irgendwie, dass alles gut wird, so ungefähr. Und der Motivationsreden raushaut, auch wenn neben ihm Leute in Stücke geschossen werden, so übertrieben gesagt halt, ne? Ja, und fand ihn klasse. Ich fand wirklich richtig gut. Also ich muss auch sagen, ich fand, wie gesagt, ich selber hatte auch Erwartungen, dass der Film vielleicht für mich am schwächsten funktionieren wird. Und ich muss sagen, das war zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar auch ein bisschen so. Aber im Gegensatz zum Tor 1 ist das ein Film, der in meiner Erinnerung immer besser wird, weil er eben sich ein bisschen abhebt vom. Und das ist dann, ich kann es schon mal spoilern, der zweite Captain America-Film gehört für mich zu den besten Marvel-Filmen überhaupt, weil diese Captain America-Reihe sich eben ein bisschen ernster genommen hat. Und das fand ich genau richtig, diesen, weil wie gesagt, die anderen Filme, die gleichen mir oft zu sehr. Die sind immer alle so ein bisschen zu sehr wie Tony Stark, so ein bisschen Iron Man und ne, so ein bisschen zu viel diese Mischung aus Action und Humor. Und bei Captain America war der Humor eben sehr, sehr niedrig. Und ne, du sagtest, es ist mehr Kriegsfilm, genau. Es war im Endeffekt ein Comic-Kriegsfilm, also so ein Kriegsfilm, den eben auch Kinder schauen können. Und genau, Superkräfte haben so gut wie keine Rolle gespielt, außer dann eben halt, ja, fast eher mehr eben halt hier Red Skull und der Tesseract. Ne? Captain America, wie gesagt, ist ja eigentlich nur so das, ne, so ein bisschen über dem Maximum eines Menschen. Und also, wie gesagt, ich fand auch, der ist auch echt überraschend gut gealtert, weil er eben halt bei den Effekten nicht irgendwelche völligen komischen Sachen macht und so. Und ja, mir ist es auch ein Bedürfnis, eben über Chris Evans nochmal zu reden, weil ich weiß noch, ich will nicht hier angeben oder so, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich dachte, ich bin dann immer am Spekulieren gewesen, wer könnte den spielen, wer könnte den spielen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, Mensch, Chris Evans, wenn dieser Idiot nicht schon bei Fantastic Four mitgespielt hätte, dann wäre das doch der perfekte Captain America. So, ja, und. Ja, also ich habe den schon immer dafür gehalten, so, weil ich hatte irgendwie ein paar Filme dann davor noch gesehen oder lass es einfach Fantastic Four sein, wo ich dachte so, der hat dieses Durchschnittsaussehen, so, weißt du, also so sportlich, attraktiv, aber jetzt nicht irgendwie nur ein billiger Schönling, finde ich jedenfalls, ne? Er ist eben halt kantig genug, aber eben halt nicht kantig, dass er eben aussieht wie jetzt irgendwie ein Steroidbulle oder wie ein, also nicht so dieses Schwarzenegger-kantige, was schon ein bisschen zu krass ist, das Kinn für so einen Captain America, finde ich. Er hat so eine, ja, wie gesagt, so eine vertrauensvolle Aura, finde ich, dass du ihm einfach ja, dein Leben anvertraust, sozusagen, ne? Also jedenfalls in einem Film. Und ja, er strahlt eben dieses, also ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Film ich das vorher sonst noch so wahrgenommen hatte, weil in Fantastic Four hat er ja auch eher so den Lustigen immer gemacht so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn schon so im Kopf hatte, als von der Optik her wäre das eigentlich so der optimale Typ. Und das, genau, das sehe ich auch heute noch so, ne? Also der ist optimal gecastet. Und ich habe letztens gerade erst gelesen,
Social Media, also auch da kann ich wieder natürlich nicht sagen, ob die Quelle wirklich vertrauenswürdig war, aber dass er gesagt hatte, dass er irgendwie wohl letztens irgendwie erzählt hatte, dass er eigentlich stark überzeugt werden musste und dass im Endeffekt halt unter anderem, also Kevin Feige ist hartnäckig geblieben und Dings hier, Robert Downey Jr. hat dann halt auch gesagt, hey, komm, mach das. Du kannst, ja. Mach das, zieh das durch. Das kann ein Gamechanger für dich werden, weil er hatte eben sein Selbst, er war wohl damals ein bisschen in Depressionen und sowas versunken. Auf jeden Fall sagt er, dass er halt in Therapie war und so weiter, weil er halt eben mit dem Verlauf seiner Karriere nicht zufrieden war. Er hatte eben halt diesen Abstecher ins Comic-Universum ja schon probiert mit Fantastic Four und das ist halt eben als Projekt ja gescheitert, jetzt nicht wegen ihm aus meiner Sicht, so, aber auf jeden Fall hat es ja nicht so funktioniert und er war wohl selber einfach nicht mit zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass, ob er jetzt, also Diagnose Depressionen will ich jetzt, Entschuldigung, das nehme ich zurück. Also er war auf jeden Fall in Therapie und Therapie ist ja in Amerika was viel Selbstverständlicheres als ja. Hier in Deutschland. Ne? Genau. Ja, und das hatte mich auch überrascht. Das hatte ich jetzt wie gerade erst gelesen. Und er war wohl mehrmals zum Casting eingeladen worden von Marvel und hat wohl mehrmals abgesagt. Und die haben dann schon neue Leute eingeladen und so weiter. Und Kevin Feige hat immer gesagt, ich will aber eigentlich hier Chris Evans, so, ne? Ja. Und er war auch im perfekten Alter, ne? Weil ein zu junger Captain America, ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, und ein zu alter wiederum, also stell dir mal vor, so ein, der wäre im Alter von Robert Downey Jr. gewesen, dann hätte er ja noch mit 50 jetzt irgendwie noch Captain America spielen müssen bei Endgame, das hätte auch nicht unbedingt gut ausgesehen, ne? Ich glaube, er ist jetzt gerade mal an die 40, so, also Anfang 40 ist er jetzt, glaube ich. Ja. Ich glaube, er war bei Endgame um die 40 oder so irgendwie. Kann ja auch eben nachschauen. Ja, kann sein, ja. Ne? Also ich weiß noch, dass ich damals... Der ist ein Jahr jünger als ich, genau. Okay. Der ist jetzt 42. Also ich weiß, dass ich damals echt skeptisch war, aber eben wegen dem Fantastic Four-Film, weil ich dachte, ich weiß nicht, Johnny Storm gespielt und jetzt Captain America. Und da finde ich, da hat er mich schon total überrascht, weil... daran mache ich einen guten Schauspieler fest, ne? Der zwei verschiedene Rollen spielt und auch halt wirklich zwei verschiedene, komplett verschiedene Typen. Also du hast ja in Steve Rogers ist ja so gar nichts von diesem Johnny Storm, den er da gespielt hat. Und fand ich schon echt klasse. Also da bin ich froh, wenn ich jetzt höre, dass du erzählt hast, ne, dass die hartnäckig geblieben sind und an dem dran geblieben sind. Und weiter. Ich finde, Captain America liegt ihm aber tausendmal besser. Ich finde nämlich in Johnny Storm, das war immer ein bisschen aufgesetzt. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder, welcher Film, also klar, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt habe ich ihn gesehen, aber da spielt er eigentlich, glaube ich, ja eher auch wieder so Slapstick-mäßig. In Push, bin ich der Meinung, habe ich ihn wahrgenommen. Und Street Kings oder so, war das nicht irgendein Gangsterfilm? Auf jeden Fall in so kleineren Filmen hatte ich ihn dann hier und da mal gesehen. Und da hatte er, glaube ich, den Look schon, wo ich dachte so, na, das würde passen. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall eine Top-Besetzung. Ach so, hier übrigens. Bitte noch, was hast du eben gesagt? Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall eine der Top-Besetzungen. Ja, ja. Und das ist eben, ne, diese große, davon hängt, also ich bin eben fest überzeugt, oder wir beide waren noch davon fest überzeugt, ne, dass Marvel hat das Casting drauf, ja, aber es sind vor allem eben in diesen ersten drei Phasen so ein paar Schlüsselfiguren gewesen, ne, und das sind ja eigentlich die Top, also die drei Top-Helden, die dann auch den Endkampf irgendwann mal gegen Thanos machen. Ja. Tony Stark, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth als Newcomer, der eben halt einfach optisch das mitbringt, was Thor mitbringen muss, ne? Und eben halt Chris Evans, so diese drei Schlüsselfiguren der Avengers. Hulk ist mehrmals gewechselt und ist ja sowieso zweitrangig, wie Bruce Banner aussieht, weil eigentlich geht es ja um den CGI-Hulk, ne? Scarlett Johansson natürlich, ganz klar, haben wir auch gelobt, die aus meiner Sicht halt eben die tragende weibliche Figur des ganzen MCUs eigentlich war. Aber natürlich im Endkampf mit den Superwesen, ja, da ist eigentlich ja selbst Captain America ein bisschen überfordert, der dann halt ein bisschen den Super Saiyajin machen darf, so dazu kommen wir ja später. hier, den wollte ich noch einmal in die Kamera halten. Ja, da ist er nämlich auch im Filmdesign, ja. Ja, sehr schön. Im Design, welcher war das? Ist das nicht das Design vom... Ich glaube, das ist Design... Sein, oder? Ja, nee, da hatte er noch nicht diese...
eng anliegende Mütze. Ich bin der Meinung, das ist aus Civil War, zu dem wir dann ja noch irgendwann kommen. Okay. Das hier, oder? Könnte das hier ist, und ich glaube, das hier ist aus Avengers, könnte das sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Aber ich bin der Meinung, dieses mit diesem braunen Gurt und so, das hatte er, glaube ich, vielleicht auch schon in dem Winter Soldier, aber im Winter Soldier ist er ja meistens ohne Helm rumgelaufen, ne? Ja. Aber ich glaube, doch, der hat er, ab und zu hat er da, glaube ich, einen Helm auf. Ja, ja, wenn er gerade irgendwie auf Shield-Missionen war, ne? Ja. Ich hatte auf jeden Fall bei Captain America dann auch zum ersten Mal, das fällt mir auch noch ein, dieses Gefühl, auch wenn eben so manche bekannte Schauspieler untergegangen sind, dass die einfach trotzdem auch in vielen kleinen Rollen top besetzt sind und immer mit Leuten, die also hier, die entweder optisch super passen, also hier Peggy Walker, deren Schauspielerin mir vorher nichts sagte und auch immer ehrlich gesagt noch nichts. Carter, ja, Peggy Carter, oh Mann, sorry. Hayley Atwell, genau, die aber, genau, die aber auf jeden Fall hier auch eine angesehene Filmografie schon vorher hatte und auch danach, aber wie gesagt, mir jetzt kein großer Begriff war, aber halt Hugo Weaving war natürlich durch Matrix einfach ein Gesicht, was jeder kannte, das heißt, und das macht natürlich so einen Film immer einfach glaubwürdiger, ne? Wenn du da so ein paar Gesichter reinplatzierst, die man kennt, egal ob jetzt der Schauspielername dann irgendwie bekannt ist oder nicht, aber das macht den Film immer als große Produktion glaubwürdiger. Und das war damals eigentlich noch sehr, sehr wichtig. Heutzutage werden ja die Schauspieler, sagt man ja so tendenziell, immer unwichtiger im Vergleich zu den Effekten, ne? Aber so damals war das halt noch so ein tragendes Element. Und Chris Evans war eigentlich noch nicht der Typ, der einen Film alleine tragen konnte, ne? Das wurde er ja erst durchs MCU, ne? Ja, absolut. Ja. Absolut. Aber so ist ja eigentlich fast immer. Ja. Also so ist ja bei fast allen MCU-Filmen. Hm? Finde ich aber auch gut von Marvel, dass sie bei dem Konzept geblieben sind. Also sie machen es ja heute noch, ne? Zu wirklich versuchen, große Stars immer zu kriegen, die dann noch mit dabei sind, wie jetzt eben Harrison Ford, den sie sich an Land gezogen haben. Die basteln Ewigkeiten immer noch an Tom Cruise rum, dass sie ihn doch irgendwann mal überzeugen können. Und da sind echt schon einige verdammt große Namen dabei gewesen, wenn man sich die ganze Produktion anguckt. Ab und zu weichen sie so ein bisschen davon ab, jetzt in den späteren Phasen, finde ich, dass sie dann so Leute nehmen, die schon vorher halt auch einfach Gesichter, also auch für die Hauptrollen Leute nehmen, die einfach schon bekannte Gesichter sind. Also ich finde so, Benedict Cumberbatch ist auch schon vorher halt ein, der hatte gerade eine Rakete auf den Hintern bekommen, und war auf dem Weg an die Spitze Hollywoods und hat dann eben auch noch Dr. Strange angenommen. Oder hier Paul Rudd ist halt auch einfach ein Typ gewesen, der schon seit 20 Jahren durch Komödien tingelt, so, ne? Ja. Aber zurück zu Captain America. Also ich muss sagen, ja, klasse Film, finde ich. Ja. Und vom Verlauf her ja auch, du sagtest ja genau, dass er dich überrascht hat, mich auch, dass er eben wirklich die meiste Zeit in dieser Vergangenheitsphase spielt. Ich dachte auch, dass sie viel schneller irgendwie in die Zukunft switchen. Ja. Und das haben sie sich dann halt aufgespart. Ist ja im Endeffekt eigentlich auch, dass es ja eigentlich kritisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil ich habe ja immer gesagt, ich möchte, dass ein Film für sich alleine steht. Und das ist natürlich überhaupt nicht, was irgendwie für sich alleine steht. Du weißt, okay, das war eigentlich nur die Einleitung für ein Franchise, so, ne? Ja, aber sie also trotzdem halt, klasse Film. Hm? Ja, sie haben es halt geschickt gemacht und sie haben halt irgendwie da echt geschafft, so einem den Charakter auch näher zu bringen. Und ich glaube, dass das halt auch tatsächlich deswegen war, dass sie halt zeigen wollten, eben, dass viele Leute eben überzeugt werden mussten, so wie ich auch, so dass Captain America halt ein anderer ist als der, der eben damals in diesen fürchterlichen Comics dann irgendwie drin war. Also, dass sie dann eine wirklich gute Origin gezeigt haben, wo sie einem den Charakter wirklich vorstellen, welche Geschichte hat der gehabt und dass sie da dabei geblieben sind. So eine Sache wie eben die Szene mit Peggy und der Tanz, der da ausstand, dass sie das dann fast 20 Jahre später oder sagen wir 15 Jahre später oder so dann wieder aufgegriffen haben. Genial. Tatsächlich sind es gar nicht so viele Jahre, weil Captain America kam erst 2011 raus, habe ich hier gerade gesehen, und Endgame dann ja 2018, ne, glaube ich. Echt? Das ist schon so lange her wieder, mein Gott. Ja, die Pandemie war ja auch dazwischen, die hat das ja nochmal alles ein bisschen auseinandergezogen.
Aber überleg mal, was für alle, was, also Phase 4 hat irre viele Filme gehabt, ja. Ja. Aber dazu kommt ja später vielleicht irgendwann. Genau. Also ich muss auch sagen, eigentlich, wenn ich mal so jetzt einfach so quasi mit meinem objektiven Filmkritiker-Gehirn über den Film nachdenken, hat er eigentlich viele Dinge, die man nicht machen sollte im Film. Ja, der hat dieses Ende, was halt, wie gesagt, kein richtiges Filmende ist. Der hat sehr klischeebehaftete Charaktere, eigentlich so gut wie nur klischeebehaftete Charaktere. Dieser Tesseract ist ja eigentlich für den Mainstream-Zuschauer überhaupt nicht greifbar, was das überhaupt sein soll. Ja, und der Bösewicht hat auch keinen richtigen Endkampf und sowas. Also der hat eigentlich sehr viele Fehler, so, aber er hat einen unheimlichen Charme. So, und er lebt halt wirklich von, also ich finde einmal diese, ich erinnere mich total gerne an diese Optik. Ich finde, die haben sie in den wenigen Szenen, die da so in den Straßen und sowas gezeigt werden, unheimlich gut hinbekommen, dass du dich da wirklich so reinfühlst in so eine comicartige Version von Amerika, das zur Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wie sie eben halt gerade da in Stimmung gebracht werden. Dann, genau, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass Captain America ja im Endeffekt, es gibt auch diese Heldenreise, das haben wir bei Thor gar nicht drüber gesprochen. Thor ist ein typischer Heldenreisenfilm, ja. Ich habe da mal ein Video immer auf meinem Kanal drüber gemacht, dass es ja so eine Standard-Heldenreise gibt. Und viele Marvel-Filme basieren eben auf dieser Standard-Heldenreise. Und bei Captain America eigentlich auch. Und da denkt man halt so erstmal natürlich, ja gut, aber was ist jetzt eben sein Scheitern? Und weil das Scheitern kommt ja vielleicht am Ende, könnte man sagen, weil er dann halt eben Bucky verliert und im ja. Eis einstürzt. Aber sein Scheitern ist ja im Endeffekt, seine Hürde, die er überwinden muss, ist ja, dass er zwar Superkräfte hat, dass er halt super, super fähig ist, aber dass er ja gar nicht als Soldat erstmal kämpfen darf. Er ist ja erstmal nur eine Propagandafigur. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja, das war auch ein total wichtiger Fakt eigentlich in dem Film. Und der hat super funktioniert, finde ich. Ich weiß noch, dass manche irgendwie dachten, so, da wird Captain America lächerlich gemacht hier. Also so manche Fans. Ich glaube, so von wegen hier, die Uniform sieht blöd aus und so die erste. Ja, natürlich, soll sie ja auch. Ne? Also es soll ihn ja lächerlich machen. Es soll ja zeigen, wie verschenkt er da wird. Ne? So wie vergeudet. Und das erinnert so ein bisschen ja an Apokalypse Now und sowas, ne? Erinnerst du Apokalypse ja. Now, die Szenen, wo die Mädels da gebracht werden, um vor den Soldaten zu tanzen, da eine Show zu machen und so, ne? Ja. Fand ich klasse. Also auch den Abschnitt. Und dadurch, also dieser Charme mit Chris Evans, auch diese Szene, wo sie sich dazu entschließen, dass er der Richtige für das Experiment ist, dass er sich schützend über die Bombe wirft, das ist halt für mich auch eine ganz, ganz starke Schlüsselszene, die so simpel, also so kitschig ist, aber so gut funktioniert für mich. Also ich stehe aber auch total auf Männerkitsch, muss ich sagen. Ich werde da immer gecatcht, wenn er gut funktioniert, also wenn er halt gut gemacht ist. Ne? So, ja, absolut. Irgendwie werde ich total, ich habe ihn sogar hier, ich werde total nostalgisch bei dem Film. Ja. Also ich glaube, den muss ich mir mal wieder angucken. Ja. Man kriegt richtig Lust, den nochmal zu gucken, ja, absolut. Ja. Also sowieso, diese erste Phase, da werde ich echt nostalgisch, weil man ja eben irgendwie weil man ja auch das, seine vergangenen Emotionen damit verbindet. Also ich gucke ganz, ne, so wie viele von uns ja immer gerne nochmal zurück in die Zukunft oder E.T. gucken. Einfach, das sind, oder den ersten Jurassic Park, das sind ja so für viele Leute dann immer Filme, wo man so die ersten Kinoerlebnisse oder frühe Kinoerlebnisse mit verbindet, ne? Und diese erste MCU-Phase, da ist einfach, da werde ich einfach nostalgisch. Völlig unabhängig von der Qualität der Filme. Ja. Ist halt einfach, da sind halt für uns Comic-Fans sind da ja Träume wahr geworden, halt, muss man ganz klar sagen. Ja. Da sind halt Figuren dann echt so zum Leben erweckt worden auf der großen Leinwand, was wir uns so nie hätten träumen lassen können. Ne? Und mir kommen gleich die Tränen. Ne? Ja. okay. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Konzept hier, ja. Was sagst du? Kannst du dir ein Urteil erlauben, Comic versus Film? Also meiner Meinung nach, ich muss jetzt bei Cap muss ich jetzt einfach von der Origin ausgehen. Mhm. Und ich finde, der Film ist da wirklich meilenweit vorne. Weil einfach, damals war halt alles sehr, sehr einfach und war halt wirklich so diese Zeit, wo dann die Japaner alle mit gelben, schiefen Zähnen irgendwie gezeigt worden sind, von Captain America vermöbelt wurden. Und dann, weiß nicht, also ich finde die Szene immer schön, wenn er Hitler eins aufs Maul gibt. Ist ein ikonisches Cover, ne? Ist ein absolut ikonisches Cover, ja.
absolut und freut mich irgendwie jedes Mal zu sehen. Und aber damals war, also ist halt wirklich für die moderne Zeit verdammt gut aufbereitet worden. Und hat auch so ein, wie du schon sagtest, eben die Szenen mit Cap als Werbefigur für den für die amerikanische Armee und so. Ich glaube, das gab es damals gar nicht in den Comics. Das ist wirklich nur für den Film gemacht worden. Genau, ich glaube auch, ja. Also für mich ganz klar, hier gewinnt der Film. Ja. Also bei mir ist es so, ich stimme dir zu, weil ich, wie gesagt, ich habe die Origins auf jeden Fall mal durchgelesen, aber alleine, dass ich so wenig davon erinnere, außer eben das Cover. Und ich erinnere irgendwie, dass es doch, das war doch damals auch schon von Jack Kirby gezeichnet, obwohl das ja eben aus den 40ern ist, ne? Ja, da war Jack Kirby, glaube ich, ein richtig junger Bub noch, ne? Der dann, der dann ich habe es damals letztes Mal irgendwie verwechselt, Timely Comics und nicht Atlas Comics, ne? Timely Comics tätig war, ja. Joe Simon hat geschrieben und Kirby hat gezeichnet. Genau, Joe Simon, der ja auch Superman oder was, ne? Verwechsel ich das gerade völlig? Ja, verwechselt. Okay, na gut. Sorry. Das waren Schuster und Siegel. Jerry Siegel und Siegel, Joe Schuster. Siegel, ja, okay, alles klar. Oh Mann. Sorry, das sollte ich eigentlich rausschneiden, sonst, egal. Also definitiv für mich auch der Film. Also, weil das Comic mag seine Qualitäten haben, ich erinnere es nicht mehr genau, aber das sagt es ja eigentlich schon aus. Und der Film passt einfach wunderbar. Haben sie wirklich gut geschafft, finde ich, in diese Zeit zu nehmen. Natürlich ist es kein Blockbuster auf dem Niveau des Filmes, über den wir gleich sprechen. Und er ist auch nicht so stark der Masse im Gedächtnis geblieben wie der erste Iron Man, ganz klar. Aber wie gesagt, der hat so viel Pionierarbeit geleistet für das MCU aus meiner Sicht. Der hat es eben so sehr geschafft, diese für viele ist Iron Man zwar immer so die wichtigste Figur des MCUs, weil sie halt, weil mit dem alles losging und er durfte dann ja auch am Ende in Endgame den entscheidenden Schlag ausführen und den entscheidenden Satz machen, den Heldentod sterben, ja, genau, wir spoilern hier gnadenlos. Aber für mich zum Beispiel, wie gesagt, Captain America habe ich als Anführer der Rächer kennengelernt. Und diese ganzen ersten drei MCU-Phasen sind für mich eben vor allem Rächerphasen. Und deswegen ist für mich persönlich eigentlich immer Captain America sogar immer noch ein kleines Stückchen vorne gewesen, was die Wichtigkeit, also wenn ich so die Truppe gesehen habe, ja, wenn er da eben auch steht in Endgame und dann auf einmal die ganzen Leute aus den Dimensionslöchern da zu ihm kommen, weil er war ja alleine nur noch, ne, trat Thanos noch entgegen und dann kommen die alle und unterstützen ihn und dann Avengers Assemble, ja, und er führt sie eben an, er rennt los vorweg, ne, das war für mich halt so seine Rolle und dann eben direkt dahinter Iron Man und Captain America, so wie in den Filmen eben. Genau, aber klar, für die Masse, für den Mainstream ist natürlich einfach Iron Man, Tony Stark eben so die ikonischste Figur, die das Ganze eben losgetreten hat. Ja. Gut, da gab es nicht viel zu diskutieren. Naja, wir sind uns ja bisher sowieso sehr einig. Mal sehen, ob das jetzt eben bei dem nächsten Projekt auch so sein wird. Ja, jetzt kommt ein sehr unwichtiger Film im Marvel-Universum. Nein, Spaß. Also, jetzt kommt eben The Avengers und das große Klassentreffen, das erste Klassentreffen, oder nee, ist ja kein Klassentreffen, sondern das erste Aufeinandertreffen der Rächer, ja, also, dass wir niemanden Wichtigen vergessen, gehen wir es einmal durch. Wir haben also jetzt hier Captain America, wir haben, mit dem geht's ja eigentlich auch los, ne, Captain America, mit dem geht's los, Nick Fury, der halt im Hintergrund agiert, dann haben wir Scarlett Johansson, die eben halt auch früh eingeführt wird hier, beziehungsweise also die in Iron Man 2 eingeführt wurde, aber die hatte ich ja gesagt, aus meiner Sicht funktioniert diese Einführung in Avengers von ihr viel besser. Das ist eine richtig ikonische Szene, wie sie da die irgendwelche Idioten auseinandernimmt, im Alleingang gefesselt, ja. Dann und auf eine richtig elegante Kampfsport-Agentenweise so, ja. Also da denkt man so, oh krass, ne? Mit der will ich mich nicht anlegen. dann haben wir natürlich Iron Man. Genau, der wird doch, da wird auch zu Anfang schon eingeführt und da gibt es dann schon die ersten Zickereien zwischen Captain America und auf dem Helicarrier, wenn ich mich nicht alles täusche.
Das trägt sich ja auch in den ersten Phasen, ne, so quasi bis eigentlich zum Ende, ne, zwischendurch ja noch Civil War, wo es dann ja einmal richtig clasht. Also auf jeden Fall gab es ja immer so ein bisschen Zickereien zwischen denen. Fand ich auch gut gemacht, dieses, dass sie halt eben nicht von Anfang an sich so super verstehen, ne? Dass ja eben halt die Unterschiedlichkeit der Charaktere da auch immer wieder betont wird. Dann haben wir Thor, der dann eben als drittes, also von den mächtigen drei eben halt, von den wichtigen drei eben dazukommt, weil sie Loki ja an Bord haben. Das ist genau. Und dann haben wir noch Banner dabei, ja. Genau. Und Hawkeye nicht vergessen, Entschuldigung. Bitte? Genau, wollte gerade sagen, weil vorher wird ja auch noch Hawkeye dann. Genau, ja. Genau, die Handlung, ich weiß nicht, ob man die wiedergeben muss. Im Endeffekt ist ja einfach nur, also ich glaube nicht, ne? Die hat doch jeder gesehen. Also, ne? Genau, mit Loki geht es ja eigentlich los, so, ne? Mit Nick Fury und Loki. Und also es macht wahrscheinlich gibt es keinen großen Diskussionsbedarf, wie man den Film findet, oder, Andreas? Ich glaube, wollen wir direkt damit loslegen? Den muss man einfach lieben, den Film, oder? Also so. Also egal, ob du jetzt Comic-Fan oder Fan von Blockbuster-Filmen bist, also er ist großartig. Der erste Avengers-Film war eine Offenbarung. Das war ein Happening. Also das war, du sagtest ja eben, deine Emotionen hattest du ja schon in Bezug auf den Avengers dann gesagt und das will ich auch nochmal. Ich habe in meinem Leben kann mich nie erinnern, außer vielleicht, wie gesagt, dem ersten Hulk 2003, einfach weil ich so eine extreme Hulk-Verbindung habe. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, wie ich so sehr mal auf einen Film hingefiebert habe. Klar, später, als man im MCU-Rad drinne war, war das nochmal wieder was anderes. Logisch, da wurde dann einfach zu Endgame und sowas immer mehr Erwartungshaltung aufgebaut. Aber Avengers war halt noch so das erste Mal. Ja, es war einfach Wahnsinn. Und also, dass sowas überhaupt mal passieren wird, ne? Dass man sowas überhaupt mal erleben wird in seinem Leben, dieses Aufeinandertreffen und wie selbstverständlich das jetzt inzwischen ist. Und das erste Mal ist halt oft das, also wenn es gut ist, dann ist das erste Mal eben oft das Unvergesslichste, ne? Ich dachte gerade, du hast einen unanständigen Scherz gemacht oder so. Okay. Es ist einfach super, also die absolute Super-Nostalgie, die da irgendwie sich in meinem Gehirn immer wieder breit macht. Hier ist er übrigens, ne, der Film. Ich muss auch sagen, dass sie es auch wirklich. Ich will auch Loki mal betonen, dass sie das, was ja in den Comics, hier haben wir das Comic, ja, die erste Avengers-Ausgabe, die ja eben auch, die Avengers entstehen, um Loki zu besiegen, beziehungsweise Loki macht sogar eigentlich den Fehler, sie zusammenzuführen, obwohl er es gar nicht geplant hat, weil er Hulk auf sie hetzen will und so weiter. Und am Ende verbünden sie sich und besiegen Loki. Und auch hier ist Loki eben halt der Gegner, der in Thor schon auftrat und da auch, wie gesagt, schauspielerisch und so uns begeistert hat, einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Aber jetzt, dass er jetzt so eine kosmische Bedrohung oder sowas sein wird, hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Zettel unbedingt, ne? Und sie haben es dann aber wirklich gemacht. Und ich erinnere mich, also den ganzen Film hat ja inszeniert der gute alte, dessen Name, der dann später uns, also der uns hier den größten Nerd-Traum und später uns den größten Nerd-Albtraum beschert hat. Und zwar ist das doch der gute alte Josh Whedon. Josh Whedon, genau. Ja, richtig, genau. Ja? Stimmt. Genau, der dann ja später nochmal das Gleiche mit Justice League gemacht hat und da dann aber heute nicht so angesehene Arbeit abgeliefert hat. Bei den meisten. Genau, also hier Josh Whedon, wie er Loki einführt, also dieses erste Auftreten von Loki, ne, so von wegen so, oh, und dann so, hä, was ist denn da los? Und dann wusstest du auch gleich so, als Comic-Fan so, und du hattest ja Thor gesehen, so, das ist Loki. So. Ja. Und dann seine Nahaufnahme vom Gesicht, so, ne, und böser Blick und ne, auch keine Chance, ihnen irgendwie beizukommen, ne, völlig überlegen ist er, ne? Ja. Wie er dann da, genau, das erste Aufeinandertreffen dann mit Captain America auch, ne? Auch eine ganz starke Szene, wie er eben halt
da direkt den Übermenschen spielt und die Menschen halt als Untermenschen behandelt. Ne? Und dann eben halt der eine Opa, der dann aufsteht und halt eben den Nazi-Vergleich macht und so. Also ganz stark, emotional. Ne? Und der Kampf gegen Captain America. Ich erinnere mich, dass Loki auch einfach einen Ticken größer und viel überlegener aussieht und Captain America da halt eben, wie gesagt, mit seinem Geschick und seinem Biss dagegen halten kann und so weiter. Genau. Und da kommt dann auch, glaube ich, das erste Mal Iron Man dazu. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo Iron Man dazu kommt. Genau, der rettet dann den, ne? Scarlett Johansson kommt erst dazu, ballert ein bisschen, glaube ich, mit irgendeinem Flugzeug rum und so. Und ich glaube, dann kommt Iron Man und rettet dann den Tag. So, oder die Nacht. Das, genau. So ist es, glaube ich. Genau. Später dann Helicarrier, geile Optik, Banner an Bord. Das erste Mal gespielt von Mark Ruffalo. Ja, wie gesagt, ich mochte den ersten Mark Ruffalo-Auftritt, weil er eben halt dieses Nerdige, dieses Verkopfte gut darstellte. Ja. Und ich fieberte natürlich super dem ersten Hulk-Auftritt entgegen. Dann kommt, wie gesagt, Thor ist schon an Bord. Dein Lieblings-Shield-Agent wird geopfert, also quasi abgeknallt von Loki, aber quasi dann als Märtyrer genutzt, um eben halt die Avengers dann zusammen zu richtig als Team zu formen. Ne? Und der Endkampf, wenn wir jetzt einfach dazu springen, der bietet ja ohne Ende geile Szenen. Also das ist ja das Ding, ne? Du denkst ja immer so, können sie meine Erwartung, also als Comic-Fan muss ja auch ein Endkampf dann dabei sein. So, können sie meine Erwartungen erfüllen? So, ne? Und das, wie gesagt, beim Captain America wurde jetzt meine Erwartung beim Endkampf nicht unbedingt erfüllt, aber ne, war ein guter, haben wir ja gerade drüber gesprochen, war trotzdem für mich ein echt funktionierender Film. Und dieser Endkampf war ja sowas, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ne? Nee. Also das war sagenhaft. Die erste, diese Schlacht von New York war so ein Ding irgendwie, wenn du die zum ersten Mal geguckt hast, da stand dir echt im Mund offen, fand ich so. Das war unfassbar gut, wirklich. So eine Szene gab es bis dahin ja nicht, dass da diese pseudo-ungeschnittenen Szenen, die natürlich in Wirklichkeit Computer zusammengefügt sind, ne, die dann von einem Mitglied zum anderen gehen, einmal quer durch die Wolken, über die Wolkenkratzer drumherum. Ja. Hulk, der erste Hulk-Auftritt. Was glaubst du, wie mir als Hulk-Fan da einer abgegangen ist? Dieser eine Schlag, den er dann diesem riesen Raumschiff verpasst, ja? Und das sich dann, das war auch, also nicht nur die Idee an sich, das als ersten Hulk-Auftritt zu machen, aber auch einfach der Verlauf des Schlags, wie der sich dann noch durch das Raumschiff frisst und das dann so langsam umklappt und so. Das war so super inszeniert. Die kleinen Szenen, also wie Hulk dann eben da das Hochhaus da einmal hochrennt oder beziehungsweise Captain America ihm erstmal sagt, er soll das machen. Hulk Smash. So, ne? Wie er Loki nimmt und das Publikum hat gejohlt, ne? Also das hat ja auch für den Mainstream so gut funktioniert, so eine Szene, ne? Wie er Loki hin und her schlägt. Irgendwie genau. Gott. Zwischendurch prügelt er sich noch ein bisschen mit Thor oder ist das im zweiten Avengers? Ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im ersten oder im zweiten. Ich glaube im ersten. Ich glaube, das ist im ersten. Ich meine im zweiten, aber. Achso, vielleicht auch im zweiten. Ja, magst recht haben. Ja. Aber auch wie Cap wie Cap dann aufs Auto springt und den Polizisten dann noch bei so einem Blick und so, ne? Der geborene Anführer, er ist da. Ja, so. Also, sieh da. Und der eine Kopf so, hä, was will der Typ so? Und dann auf einmal kommt so ein Alien an und er schlägt ihn weg. Und so, okay, wir machen alles, was du sagst. So, ne? Ja. Wie sie dann da stehen, im Endeffekt, dann, wo die Kamera im Kreis um die rumgeht. Ja. Diese Szene. So, das ist ein Panel. Ja? Das ist ein dreidimensionales Heldenpanel. Ja. So. Das gibt es in fast jedem Groß-Event, dass dann eben einmal, okay, das ist unser aktuelles Avengers-Team und hier stehen sie zusammen. So, ne? Jetzt geht's los. Und ich muss sagen, bis auf Hawkeye, aus meiner Sicht aber zu Recht, weil er ist einfach aus meiner Sicht so in den Filmen der eher unwichtigste Avenger, so, also er hat seine Rolle, aber er ist eben nicht auf diesem Niveau, auf diesem Heldenniveau wie die anderen. Wie viele sind es überhaupt? Also Nick Fury halte ich mal raus, ja, der hat ja so eine Hintergrundrolle, ne, Scarlet Witch,
Captain America, Thor, Iron Man, Hulk. Die, von den fünf spreche ich, plus Hawkeye. Hawkeye ist aus meiner Sicht, wie gesagt, so ein bisschen dahinterher. Aber von diesen fünf, kommt auch eigentlich ja keiner zu kurz in dem Film. Jeder wird mit so viel Respekt behandelt und jeder bleibt so stark im Gedächtnis. Das heißt, egal von wem du irgendwie großer Fan bist oder sowas, du wirst bedient, ne? Absolut. Und ich fand sogar Hawkeye da schon als normalen Menschen, sag ich mal, der jetzt keine Superkräfte hat, sondern halt nur so ein begnadeter Bogenschütze eben ist und eben auch athletisch und alles. Ich fand den auch schon klasse in Szene gesetzt. Also selbst der hat seine Screentime da schon echt gut gekriegt. Mhm. Und wie du schon sagtest, also jeder ist irgendwie gut in Szene gesetzt worden. Bei keinem konnte man irgendwie sagen, dass er zu kurz gekommen ist von denen. Hat einfach wie gesagt, gut funktioniert. Hawkeye für mich ein bisschen, aber er hat halt eben auch nicht so eine ikonische Einführung. Er wird halt eben am Anfang einmal benutzt er wurde ja nur minimal eingeführt in Thor und wird dann eben am Anfang einmal kurz benutzt, so von wegen, Loki hat eine Macht. Ne? Loki hat die Macht eben auch Helden zu korrumpieren und so weiter. Deren Willenskraft zu übernehmen oder sowas wird ja nie genau definiert, glaube ich. Aber ansonsten hat er eben halt nicht so eine ikonische Einführung wie die anderen mit ihren eigenen Filmen oder eben Scarlet Witch dann eben halt hier in dem Film oder Hulk ist ja eigentlich ist es ja eine, also ich finde, Hulk hat ja eigentlich auch eine neue Einführung. Diese Szene, wo er dann das erste Mal eben aufs Raumschiff schlägt, was ja eine sehr, sehr späte Einführung, das ist ja eigentlich die Hulk-Einführung, so richtig, ne? Ja. Also im MCU, weil wie gesagt, der erste Hulk-Film, der The Incredible Hulk, der hat ja auch so ein bisschen stiefmütterliches Dasein im ganzen MCU, hatten wir ja drüber gesprochen. Einspielergebnis, absolut Wahnsinn. Ich glaube, der hat damals $250 Millionen gekostet, was halt irre viel war. Aber es hat sich gelohnt. Ja, der hat dann, glaube ich, 1,5 Milliarden eingespielt. Ja. Und damit also ordentlich Kasse gemacht für das MCU und der hat all die nächsten zwei Phasen vorfinanziert, so ungefähr. Ne? Absolut, ja. Da ist der Plan voll aufgegangen. Aber da hast du halt wirklich alle begeistert. Jeder Comic-Fan war froh, irgendwie seine Helden endlich mal so verdammt gut umgesetzt zu sehen. Und wenn du einfach nur gerne Blockbuster-Kino gesehen hast, dann warst du auch bestens bedient. Du brauchst noch nicht mal großer Superheldenfilm zu sein. Ich habe so viele gehört, die den Film geguckt haben und gesagt haben, einfach, ich bin kein Comicleser, ich interessiere mich auch gar nicht großartig für Superhelden, aber der war geil. Ja, der das war ein Happening, ja. Mit wem hast du den Film geguckt damals, weißt du es noch? Also, mit meiner Frau. Ich, wie gesagt, mit meiner Clique. Und wie hat sie reagiert nach der Post-Credit-Szene? Warte mal, die Post-Credit-Szene war die erste, Thanos, wo man Thanos Thron gesehen hat, glaube ich. Ne? Ja, da musste ich ihr natürlich helfen. Da musste ich ihr natürlich worum es da geht. Ich weiß nur so, die Szene kommt, so der Film ist vorbei, so alle so voll bedient, so, oh, ne, was ein geiler Film, so, was, ne, was für Action und alles, egal, ne, jeder eben mit seiner Wahrnehmung, aber alle waren positiv bedient. Und dann kommt diese Szene so, man hatte sich ja daran gewöhnt, dass man sitzen bleiben sollte bei Marvel-Filmen. Das wurde dann ja zur Tradition. Und dann kommt diese Szene und ich weiß noch so, die ganzen Gesichter drehen sich zu mir um so, hä, wer ist das jetzt? So, ne, so. Und ich so, ich konnte es nicht glauben, dass sie, also, so wie es, bitte? Entschuldigung. Sie sagt, ich bin auch fast aus dem Stuhl aufgesprungen. So wie im ersten Iron Man sie schon die Avengers direkt erwähnen, was mich halt aus den Socken gehauen hat damals, dass sie hier direkt Thanos erwähnen, das habe ich halt auch als unheimlich mutig empfunden. Ne? Dass sie halt direkt in diese, dass sie so sagen, dass sie nicht nur, okay, wir lassen jetzt das erste Mal Außerirdische auftreten, so, ganz schön mutig. Nee. Sie gehen sogar direkt noch einen Schritt weiter und gehen direkt in den kosmischen Bereich, ja, weil Thanos ist eben halt nicht einfach nur, oh, wir haben hier irgendwie eine Weltbedrohung, sondern Thanos, das wusstest du, da geht's um alle, um die Realität. Ne? Ja. Also ich war sowas von den, also das hat mich dann, da war ich schon wieder so gehypt auf den nächsten Avengers Film. Ich wollte irgendwas zu Thanos sagen, aber ich habe ja unheimlich viele Thanos-Figuren übrigens. Also da hinten eine und da, naja, unheimlich viele, drei oder vier Stück irgendwie, naja.
Ja, nee, also genau, aber das ist halt einfach Thanos, genau, ach so, ja, das wollte ich sagen. Ne? Also, wie gesagt, meine Kumpels so zu mir, so, hä, wer ist denn das so? Und ich so, das ist Thanos. Und das hörte ich so an mehreren Stellen im Kino, so, Thanos, Thanos, Thanos. Ja. Überall hörte man das Flüstern, so von wegen so ehrfürchtig, so, ne? So von wegen, so wie Dumbledore bei Harry Potter, so, ich bin kein Harry Potter-Fan, aber dieses so der nicht genannt werden darf, so. Ne? Echt crazy. Wahnsinn. Ja. Ja, okay. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Lass uns mal ein bisschen runterkommen. Okay, also, Ist Comics. das nicht, aber ist das Ja, nicht bitte, krass, Entschuldigung. ist das nicht krass, wie lange das her ist und wie wir bei der Erinnerung daran schon so völlig, Ja, ja. so, ne? Wahnsinn, Da, ne? genau, da muss ich auch nochmal, Entschuldigung, das wollte ich nämlich wirklich nochmal sagen. Wenn wir immer so von wegen, was ist so dein liebster MCU-Film und so weiter und so fort, ja. Da ist es so. Da gibt es Filme wie Winter Soldier oder der erste Guardians of the Galaxy, die bei mir ganz, ganz groß im Herzen sind, weil ich mir die immer wieder anschauen kann. Die haben auch meistens so ein Alleinstellungsmerkmal. Der Winter Soldier ist für mich einfach der spannendste Film, also der erwachsenste Film irgendwie auch irgendwie so, der erdigste Film. Dann haben wir da Guardians of the Galaxy, der einfach ein neues Universum aufmachte mit funktionierendem Klamauk, den ich unheimlich, also alles bunt, alles grell, alles völlig unerwartet und so, das fand ich auch super. Aber der erste, wenn mich jemand fragt, was ist so quasi objektiv, einfach so, wenn du alles wirklich in einen Topf wirfst, was ist so irgendwie der beste und vielleicht auch der größte Film, der auch, aber auch eben als Film in sich am besten funktioniert. Und das ist dann für mich irgendwie nicht Endgame oder so, weil das sind halt, das ist so quasi das Ende dieser ganzen Phasen, ne? Sondern das ist für mich der erste Avengers-Film. Das ist einfach immer noch, finde ich, der am rundesten funktionierendste Film. Ja, also diese, was ich meinte, so das, ne, was auch du sagtest, diese Charaktere, wie die alle ihre gute Screentime bekommen, ja. Und ja auch noch Loki, ne? Loki auch, super Screentime. Wie jeder seine Stärken präsentieren darf. Wie gesagt, die Optik, der Spaß, also alles ist auf einem super hohen Level, was ich bis dahin, glaube ich, nie so gesehen hatte. Und wie gesagt, und dazu eben noch wirklich ein in sich, bis auf die Post-Credit-Szene, in sich ein sehr, sehr guter, geschlossener Film. Natürlich macht es Sinn, alles vorher gesehen zu haben, ja, aber theoretisch musst du es nicht. Du kannst es auch so gucken und dir wird jeder Charakter relativ schnell klar gemacht durch dieses Gegeneinander und so weiter. Also dafür ist, glaube ich, auch dieses Gegeneinander von Tony Stark und Steve Rogers am Anfang wichtig, dass sie sich eben halt erstmal nicht so richtig grün sind, dass sie halt einfach unterschiedliche Philosophien verkörpern. Und ne, Captain America immer auf der moralisch richtigen Seite, Tony Stark halt eben moralisch fragwürdig, der sich halt die Regeln so ausdehnt, wie er sie eben gerade braucht. Ne? Und Thor halt, der eigentlich ja mit Menschen gar nichts am Hut hat, ja? Außer Natalie Portman, die er vielleicht nochmal daten möchte. So. Also, das ja, ist genau. Und Scarlett Johansson, die halt auch so ein, ja, die ja im Endeffekt auch was Geerdetes reinbringt, ne? Also die halt noch menschlicher ist als Captain America. Ja, und dann, wie gesagt, Hulk einfach für Nicht-Hulk-Fans, vor allem für den Riesenspaßfaktor, würde ich mal sagen. Also Hulk bringt da halt den Riesenspaßfaktor rein, wie der einfach da alles niederkloppt und die einfach gegen jegliche Gesetze der Physik da einfach Wände hochklettert und ja, da Außerirdische zertrümmert und sowas, ne? Genau, und dann kommen wir zu den Comic oder den Comics. Okay, reden wir erstmal kurz hierüber. Ja, wie schaut's aus? Kennst du? Gott, ja, klar. Also ist natürlich so wie immer, wenn du solche uralten Sachen hast, ne, den aus den 60ern jetzt, ja, dann ist die Story natürlich verdammt dünn Die gewesen. Ne? Panels, alleine wie die Panels gestaltet sind und so, echt cool. Ja, und Loki war auch relativ lächerlich irgendwo so. Also, er kam nicht irgendwie wirklich als die Bedrohung rüber, die er dann später Hulk, angeblich hier. so. Hulk im Zirkus. Ups. Also so nostalgisch lustig, aber mein Gott, er kommt,
leider wirklich so in keinster Weise an den Film wirklich ran. Ja. Ja, der Comic eben, der Comic war natürlich, der macht, was er machen soll, der führt die halt irgendwie zusammen auf eine total bescheuerte Art. Also das macht der Film eine Milliarden Mal besser, ja. Aber am Ende geht es ja bei diesem Comic auch wirklich nur darum, da einfach eine Serie zu starten, die es halt damals bis dahin nicht gab bei Marvel Comics, ja, so wie die Justice League, die gab es schon ein paar Jahre bei DC, ne, dass halt eben so die ganzen wichtigen, starken Helden des Universums auch noch eine gemeinsame Serie kriegen. Ja, und man muss ja auch sagen, dass die halt damals tatsächlich auch wirklich für Kinder geschrieben worden sind. Ja. Also das Hauptpublikum zu dem Zeitpunkt waren damals Kinder. Ja. Kinder und vielleicht noch ein paar Jugendliche und so. Und es war halt Wegwerfmaterial eigentlich, ne? Du hast es gelesen und danach irgendwie weiter verschenkt oder also. Ne, so. Und Captain America, der kam ja erst in der vierten Ausgabe dazu. Also der im Original hat der ja eigentlich noch gar keine Rolle gespielt. Und viele sagen ja auch immer, dass eigentlich erst dann so die Avengers-Serie richtig losging, als Captain America dann eben dabei war, der ja auch unheimlich schnell dann zum Anführer geworden ist. Ne? Ja. Genau. Und also ich denke, da kann das Comic ist halt, wie gesagt, ein Zeugnis seiner Zeit, aber natürlich nicht auf dem Level wie der Film. Aber es gibt ja auch noch andere Vorlagen, darüber kann man ja diskutieren. Und zwar, genau, du weißt, wovon ich rede, sag's mal. Absolut, die Ultimates. Genau, ich habe hier einen ganzen Stapel, ja. Die kam ja in Deutschland so ein bisschen, ja, ging gut los und dann wurden da irgendwie wegen den Verzögerungen in Amerika wurden da ständig. Hast du die auch die erste Ausgabe gesammelt hier, die Hefte oder hast du später irgendwie in der gesammelten im Paperback? Nee, später bei der bei Hachette habe ich die dann, glaube ich. Okay. Ne? Ach, dann erst sogar erst, okay. Ja, weil ich glaube, die Ultimates kamen, wenn mich nicht alles täuscht, zuerst. Warte mal, N90er, glaube ich, kann das sein oder so? Nee, das war, also es müsste, das ganze ultimative Universum ging ja mit den X-Men und Spider-Man los. Und warte mal, das ist die Zweitserie, die erschien 2005. Also wird die erste Staffel dann 2003 oder 2004 gestartet sein. Weil es waren ja 12 Ausgaben. Das Ding ist halt eben nur, der Zeichner Brian Hitch war ja super slow irgendwie damals. Der hat ja seinen Stil komplett weiterentwickelt zu der Zeit. Wahrscheinlich seinen Zenit erreicht, würde ich mal sagen. Und hat dann, also der war vorher nicht so stark und aus meiner Sicht nachher auch nicht mehr unbedingt so stark. Er war immer gut, aber er war halt nicht mehr auf dem Level. Und der hat dann, glaube ich, für die finale Ausgabe der ersten Staffel, also der ersten 12 Ausgaben, Ultimativen 1, die wurden dann immer Ultimative 2, Ultimative 3, ne? So wurde immer die Staffel genannt. Von der ersten Staffel hat er, glaube ich, irgendwie 6 Monate gebraucht oder sowas. Also die kamen dann halt unheimlich mit Verzögerung. Und Marvel Deutschland hat die relativ zeitnah rausgebracht und hat dann da irgendwelche Zweitserien reingepackt und so. Das war ein bisschen nervig, ja. Also dadurch war halt so die Nummerierung im Deutschen spiegelt halt nicht unbedingt das wider. Also man kann halt nicht einfach hier sagen, okay, deutsche Ausgabe so, amerikanische Ausgabe so, kann man nicht einfach abzählen. Die erste Staffel hat ja sowieso aus meiner Sicht nicht so viel gemeinsam, sondern eher die zweite Staffel hat relativ viel die zweite Staffel der Ultimativen hat relativ viel mit dem Film gemeinsam, weil da dann eben auch Loki als Gegenspieler auftaucht, die Fäden spinnt und genau, und du hast sie später also erst gelesen, sagst du, ne? Ich habe eine lange Phase gehabt, wo ich gar keine Comics gelesen habe. Also so ich habe fast die ganzen 90er verpasst. Okay. Und habe alles Mögliche Anfang der 2000er dann irgendwie nachgekauft. Dann hast du die wahrscheinlich knapp verpasst, ne? Genau. Wenn du sagst, du hast in den 2000ern wieder angefangen. Ja. Genau, ich muss so 2006, 2007 habe ich wieder angefangen, Comics zu lesen und zu sammeln. Und dann kamen die Ultimates dann halt irgendwann auch dazu. Und die haben ja gesagt, dass also die Ultimates teilweise auch Vorlage waren für. Naja. Also ich denke auch so gerade so, bitte, Entschuldigung. Hat Joss Whedon ja auch gesagt, das geht tatsächlich auch. Genau, das bin ich auch der Meinung, das ab und zu aufgeschnackt zu haben. Und eben, also ich bin der Meinung, es gibt sogar irgendwie ein paar Panels und sowas, die irgendwie so ein paar Szenen, die stark an Panels angelehnt sind. Die zweite Staffel ist ja auch um das schon mal einfach zu erwähnen, dass da halt sehr viel von
ja, nicht nur New York, sondern halt Amerika zu Bruch geht. Und das eben auch so ein bisschen ähnlich im Film, wo es sich dann aber halt auf New York beschränkt. Genau, der Autor war damals Mark Millar, der Zeichner Brian Hitch. Und ich will noch mal kurz dieses Ultimative, wenn du halt sagst, du hast das später erst nachgelesen. Also ich war da nämlich gerade voll drinne. Ich bin ja dann später so ein bisschen mehr ausgestiegen. Und das Ultimative Universum, für die, die es nicht kennen, eigentlich war ja Marvel bis auf so hier und da mal kleine Ausreißer sehr, sehr stringent, was die Continuity anging. Ja, hat das im Gegensatz zu DC, die schon hier und da mal Reboots hatten, hat Marvel das eigentlich bis dahin vermieden gehabt. Und dann haben sie eben, der Chefredakteur war damals Joe Quesada, der hat so ein paar Experimente gemacht, der hat Marvel Knights eingeführt, so für die dunkleren Helden oder ne, für das Düstere. Max hat er, glaube ich, eingeführt für das Brutale, so Punisher und so. Oder ich habe War Machine hier irgendwie, das war so ein Manga-Versuch. Dann haben sie halt das ultimative Universum eingeführt. Und zwar startete das eben mit Spider-Man und X-Men. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich von Anfang an eingestiegen bin, weil ich fand das erstmal gar nicht so gut. Ich fand das gar nicht so sinnvoll, die Idee, da irgendwie parallelen Universum zu starten. Aber ich bin relativ schnell dann eingestiegen und habe mich da ganz gut catchen lassen. Bin dann aber irgendwann auch wieder, irgendwann bin ich aber auch wieder ausgestiegen, weil, weiß nicht, so, ja. Ich glaube, Spider-Man war halt eh nie so mein Charakter und irgendwann ermüdete mich das dann doch so, weil am Ende kam dann irgendwie doch alles einfach mal vor, halt abgeändert, aber alles, was ich quasi mitgekriegt habe aus dem Klassischen, kam dann irgendwie davor, wurde dann verwurstet. Und die X-Men war ganz anders. Die X-Men waren ganz weit weg von der Vorlage. Das war mir zum Teil aber zu weit weg. Da waren mir zum Teil Sachen so, die ich dann auch einfach von den Entscheidungen nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mhm. Also gerade so Wolverine war mir zum Teil ein bisschen sehr, ich sag mal, da wurde sehr gerne, sehr experimentiert. Das mögen manche vielleicht. Ich mag das nicht so, was da einfach zum Teil reingeballert wurde in die Charaktere und so. Ja. Ja, ein bisschen sehr out of character halt, ne? Ja, genau, ist der richtige Ausdruck, ja. Also wenn man sich an dem Klassischen orientiert, ne? Ja. Ja, und halt moralisch fragwürdig. Also ich meine, Wolverine war immer ein Anti-Held, aber er war halt ein Anti-Held, der ja trotzdem eigentlich das Richtige tut. Ja. Und das war im Ultimative Universum nicht mehr unbedingt immer so ganz der Fall. So. Und das basierte vielleicht auch so ein bisschen auf den Autoren. Also ich war damals ein großer, das kann ich schon mal so sagen, ich war damals ein großer Fan von Mark Millar und war das dann auch einige Jahre. Rückblickend sehe ich das hier und da ein bisschen anders, weil aus meiner Sicht ist er halt jemand, der sehr auf Effekthascherei steht, so. Ja. Und das dann aber nicht unbedingt immer am Ende eigentlich Sinn macht oder beziehungsweise eben quasi im langen Lauf dann eher schadet dem Produkt, so. Das ist so. Ist halt, also ich finde, bei ihm ist halt so der Ding, er hat irgendwann kapiert und das hat nicht allzu lange gedauert, dass seine Stoffe halt auch gerne verfilmt werden. Und dann habe ich so halt so das Gefühl gehabt, dass er vieles geschrieben hat, so in Hinsicht darauf, dass er irgendwann ein Film draus werden könnte. Ja, wobei damals, wie gesagt, das war 2003, 2004, die Ultimativen startete dann. Und ich muss sagen, die erste, also ich war voll drinne, die erste Staffel so. Fand das super, dieses Kompakte, dass halt so viele Charaktere auf eine veränderte Art, auf eine sehr coole Art, aber da eben halt verwurstet wurden und dann eben auch diese Dramen zwischen den Charakteren auf eine ganz neue Ebene getrieben wurden. Es war zwar üblich, dass sie sich hier und da mal kloppen in Avengers, aber wie dann eben halt Captain America da Ant-Man oder Giant-Man auseinandernimmt, weil er eben halt The Wasp geschlagen hat und so weiter, das war schon heavy. Ich will aber jetzt dir mal den Vortritt lassen. Bevor ich weiter ausführe, wie stehst du zu den Ultimates? Du hast es dann ja also später gelesen und kompakt. Ja, genau. Ne? Du hast es kompakt gelesen. Ja, ich fand, da haben sie die Charaktere in so einem Rahmen verändert, wie das sehr interessant war. Mhm. Aber eben nicht so weit weg wie bei den X-Men. Da sind wir uns einig. Also ich habe da halt auch so
Ja, also ist komisch. Manchmal finde ich dann solche Sachen, wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke, manchmal finde ich solche Sachen super interessant und spannend, wenn die Charaktere wieder komplett anders irgendwie sind. Aber bei den Aber es muss. X-Men habe ich das gleiche Gefühl gehabt wie Ja. du, weil da war mir zu viel von dem eigentlichen Geist der Figuren dann drin, wie, Genau. Das ist halt die also ich, Frage, ne? ne, Muss ich weil die dann alles. noch gleich nennen, so, ne? Muss sie ja noch den gleichen Namen haben, wenn sie eigentlich eine ganz andere Idee verkörpert, so, Ja, ne? dann könnte man eigentlich auch ein anderes Comic-Universum aufmachen irgendwie, oder eine andere Heldengruppe irgendwie nehmen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du gerade Wolverine erwähnst, irgendwie, da gibt es ja diese berühmte Geschichte hier von einer meiner liebsten X-Men-Geschichten ist ja Schisms, also wo Wolverine und Cyclops, wo die Freundschaft jetzt wirklich in die Brüche geht eigentlich, weil Cyclops Kinder in den Krieg schicken will. Und da ist Logan halt komplett gegen und da entzweien sie sich ja wirklich so. Und das ist so eine Geschichte, die eben zeigt, wie Wolverine tickt. Und der Ultimative ist da eben, ja, der ist dann so komplett anders, war dann halt auch nicht mehr meins. Aber um zurückzukommen auf die Avengers, da haben sie es dann irgendwie klüger gemacht, weil die haben die Charaktere dann ein bisschen überzeichnet. Also haben so stark, aber so das Wesen ist eigentlich das gleiche geblieben. Wir haben die halt nur ein bisschen krasser gemacht, würde ich sagen. Also das Genau, sie ist. haben immer irgendwie eine bestimmte Eigenart des Originals so ein bisschen verschoben in der Richtung, ne? Captain America haben sie zu einem Nationalisten gemacht, so, ne? Also zu einem Hardcore, so Klischee Hardcore-Soldat, so. Ja. Thor eben halt. Haben sie, da wurde man erstmal so im Offenen gelassen, ist das jetzt einfach nur ein bekloppter Typ so, der sich halt für einen Gott hält, oder ist das ein Gott? Weil im ultimativen Universum gab es bis dahin eben keine Götter, ne? Und haben, genau. Nick Und ich Fury glaube, haben der sie hat. halt cooler gemacht mit Samuel Jackson, ne, der ja sogar darüber redet, dass er halt aussieht wie Samuel Jackson. Ne, Ich glaube, ja. Thor haben sie auch. War nicht Thor auch ein bisschen skrupelloser? Ja, der hat auch mehr draufgekloppt, oder? Ja, also die haben alle, ne? Die Ja. waren alle auf jeden Fall, also das Töten war da auf jeden Fall im ganzen Ultima, außer bei Spider-Man war das im ganzen ultimativen Universum jetzt nicht mehr so ein Highlight, so genau. Da wurde deutlich inflationärer mit umgegangen. Hulk hat da Köpfe abgebissen und so, genau. Ja, The Wasp ist irgendwie, weiß nicht, ist sie da schon fremdgegangen oder auf jeden Fall, nee, also die ist danach dann, glaube ich, mit Captain America liiert gewesen. Genau, die ist dann später, als sie mit Captain America liiert ist, ist sie mit ihrem Ex, der sie eigentlich mal verdroschen hat, ist Ah, sie nochmal okay. fremdgegangen und so weiter. Ja. Also viele, viele, in viele Dinge, wo man halt immer sagt, na, das machen aber nicht die perfekten Helden so, ne? Und genau, also Henry Pym, ne? Henry Pym, der hat ja auch, das ist so die Aus. Harry Pym hat ja eben auch im originalen Universum Janet Van Dyne mal geschlagen. Und eine negativ ikonische Szene, ne, im Marvel-Universum. Genau, die tritt hier direkt in der ersten Staffel zutage und dafür kriegt er auch richtig ein, wird er richtig verdroschen von Captain America. Und das ist auch so mit dem ersten Hulk-Auftritt zusammen im richtig coolen grauen Design. Ja, ich bin ja vor allem auch ein großer Fan vom grauen Hulk, weil ich Hulk kennengelernt habe als grauer Hulk. Ich Okay. bin mit Hulk-Comics gestartet, als er grau war, aber ich liebe jede Version. Genau, das sind so die beiden Szenen, die mir von der ersten Staffel ganz stark in Erinnerung geblieben sind. Einmal wie Henry Pym verdroschen wird von Captain America und eben der erste Hulk-Auftritt, wie er durch New York wütet. Genau. Und ja, ich muss aber mal jetzt ein bisschen haten. Ich habe nämlich mir die Serie nochmal durchgelesen jetzt. Vor allem eben die Staffel, die zweite Staffel, die eben so ein bisschen als Vorbild dient. Und ich hatte sie in sehr guter Erinnerung. Ich hatte die ultimativen insgesamt, also die erste und zweite Staffel insgesamt in sehr guter Erinnerung, ja. Und ich muss sagen, da sind auch immer noch Sachen, die super ikonisch sind. Manche Szenen. Vor allem die Optik als Ganzes, also Brian Hitch liefert da wirklich sein Meisterwerk ab, aus meiner Sicht, ja. Aber ich muss sagen, die Schreibe sehe ich rückblickend extrem kritisch. Und zwar über die Serie hinaus. Also, sie bietet natürlich Unterhaltung, ja, ganz klar. Aber das ist so. Das ist so ein bisschen das, was.
Was man dem DCEU-Universum auch manchmal bei Filmen vorgeworfen hat, dass zu viel in einen, hier, Mars, Superman vs. Batman, ja, also, dass zu viel reingepackt wird. Erstens das. Und am Ende, ja, die Charaktere werden hier und da überzeichnet und das funktioniert in der ersten Staffel, finde ich, recht gut und so weiter. Aber die zweite Staffel ist eigentlich, finde ich, nur noch eine Aneinanderreihung an Schockmomenten so ein bisschen. Also es gibt ein paar Sachen, die sind, ich will nicht sagen, es ist alles scheiße. Also es gibt ein paar Szenen, die sind gut, aber es ist ganz viel so, ich glaube, dazu sagt man so Shock Value oder sowas. Ne? Also es ist halt einfach nur dazu, das ist aus meiner Sicht eben das, warum ich heute weniger mit Mark Millar anfangen kann, weil das macht er halt sehr, sehr viel. Er macht, du sagtest eben, weil er halt ne, hofft, dass das dann irgendwie verfilmt wird und dann einfach gut auf der Leinwand aussieht. Genau, die Optik war wie für einen Film. Und das war das erste Mal, ja, oder beziehungsweise das erste Mal im Marvel-Universum. Brian Hitch hatte das eigentlich schon bei The Authority ausprobiert. Und genau, dieses Konzept haben die hier so ein bisschen übernommen. Dieses Blockbuster-Kino in Comic-Form. Und das, diese Optik hat sehr gut funktioniert. Aber inhaltlich, was da wirklich passiert, ist eigentlich viel zu viel, was überhaupt nicht sich was entfalten darf. Ja, es ist einfach nur, um möglichst viel passieren zu lassen. Es ist, also ich bin wirklich überrascht gewesen, wie wenig mir das gefiel jetzt. Weil ich hatte es viel besser in Erinnerung. Und es wird halt super viel dadurch verschenkt. Ja, es sind super viele Entwicklungen, die eigentlich viel besser, interessanter ausgebreitet werden könnten, aber die halt einfach dann bam, 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 das muss jetzt schnell passieren, ja, und jetzt kommt schon das Nächste und Loki ist eigentlich nur im Hintergrund und dann gibt's noch 27 andere Supergegner und jeder von denen taucht nur einmal kurz im Panel auf, du siehst, ah, okay, den Gegner gibt's und dann, zack, gibt's schon den Kampf gegen seinen Marvel, gegen seinen Helden-Pendant und dann wird er schon direkt besiegt und so, also es passiert viel zu viel, gerade so in den letzten Ausgaben. Am Anfang denkst du halt, okay, da entfaltet sich einiges mit Henry Pym und so, der versucht, den Defenders erstmal beitritt und so weiter. Ne? Aber auch die Defenders, da passiert ja nicht viel mit. Das ist im Endeffekt, sind es nur ein paar, das sind nur so ein paar spontane Ideen, die Mark Millar hatte, die er dann da reinwirft. Und am Ende überlässt er ja auch nichts, womit dann der Nächste arbeiten könnte. Ja, also Ultimates 3 ist völlig vergessenswert aus meiner Sicht. Ne? Das ist einfach nur noch mal so ein bisschen, da haben sie noch mal versucht, ein bisschen was abzugreifen und Joe Manuera verpflichtet. Aber ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, zum Teil schockiert, wie wenig mir das gefiel. Und ich hoffe, das ist nicht nur, weil ich jetzt irgendwie ein Hater geworden bin oder sowas, sondern dass ich da vielleicht einfach mit einem anderen Auge herangehe, weil ich, das ist, genau, das möchte, und dann kannst du gleich mal. Das ist nämlich auch das, was ich insgesamt so ein bisschen negativ sehe. Ich bin nämlich rückblickend der Meinung, dass die Ultimates das gesamte Konzept des Marvel-Universums unheimlich stark beeinflusst hat, dass alle einmal pro Jahr quasi ein Mega-Event da sein muss, wo immer halb New York platt gemacht wird oder die ganze Welt und irgendwie das Heldengefüge völlig durcheinander gewürfelt wird. Also ich habe das Gefühl, seitdem gab es immer so jährlich so ein Riesen-Event, der sehr ähnlich diesen Staffeln war. Und wo halt auch zum Teil immer dann sehr viel geschrieben von Mark Millar übrigens, ja, in den darauf folgenden Jahren, wo sehr viel immer einfach nur auf Überraschungen gesetzt wurde und weniger auf, nachvollziehbare Charakterentwicklung. So. Mhm. Aber weiß nicht, sag du mal, siehst du das komplett anders so? Was sagst du dazu? Also bei mir ist schon verdammt lange her jetzt, dass ich die Ultimates gelesen habe. Ich hatte zuletzt irgendwie, ich weiß noch, dass das Nationale Sicherheit auf Deutsch hieß. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welche. Das war der erste. Das war, glaube ich, die erste Staffel. War die erste, ne? Genau. Ich glaube, ja. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das tatsächlich seit den Ultimates so ist mit diesen Events. Also wir hatten natürlich immer wieder Events. Wir hatten auch vor den Ultimates schon immer Events. Ja, aber deutlich weniger. Aber deutlich weniger, genau. Das ist der Punkt, den du gerade sagtest. Also müsste man echt mal gucken. Das kann ich mir verdammt gut vorstellen, dass da eben so eine Blockbuster, wie soll ich sagen, so eine Blockbuster-Schwemme irgendwie draus geworden ist. Ne? Dass die gemerkt haben, okay, da treffen wir halt natürlich auch einen Nerv bei den Lesern irgendwo, ne? Wenn man die alle
schön geballt aufeinander packen und dann irgendwie noch eine größere kosmische Bedrohung. Und ne, jetzt ist nicht nur die Stadt in Gefahr, sondern die Welt. Und beim nächsten Mal ist das Universum dran und dann das ganze Raumzeitgefüge und weiß ich nicht alles. Und es muss Veränderung geben, das ja auch immer. Es muss inzwischen ja auch immer Veränderung geben, die aber natürlich nicht dauerhaft sind meistens. Immer die nur für ein oder zwei Jahre dann gelten. Es muss, ne, Hulk verliert seinen Arm oder Hammer. Captain America stirbt, jetzt stirbt mal Iron Man oder der oder so, irgendwer stirbt immer, ne? Genau, und diese dann mittlerweile halt immer diese Reboots, ne, wo man dann irgendwie so das ganze Universum dann halt mal irgendwie wieder neu erfindet, was halt eben darauf zielt, dass neue Leser eben einsteigen können. Klar, ist ja auch irgendwo verständlich, aber für so ein sag mal, altgedienten Leser irgendwie, ist es manchmal, ja, also kann man schon mal manchmal mit dem Kopf schütteln, ne? Ja, Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass das tatsächlich seitdem so gewesen ist. Mir ist es auch, wie gesagt, ich habe es jetzt, du weißt ja, ich lese heute gar nicht mehr so viele Marvel-Comics wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren, oder 20 Jahren, oh Gott, Zeit rast. Aber ich habe es eben, wie gesagt, vor der letzten Folge einfach mal schnell durchlesen. Und weil ich dachte so, na, vielleicht kommen wir ja noch zu Avengers. Also bei der letzten Folge. Ja. Und genau, und ich war wirklich schockiert über mich selber, wie wenig mir das gefiel und wie viele Kritikpunkte ich daran sah. Und dann eben, genau, das, wie gesagt, das ist der Blick zurück. Den hast du natürlich damals ja nicht, also ne, den hat keiner von uns ja gehabt, aber der Blick zurück, habe ich echt das Gefühl, dass so quasi die Mächtigen bei Marvel dachten so, das ist ja super, das brauchen wir jetzt immer, das genau diese Art, Mark Millar, hier, schreib alles. Und das war ja auch so. Brian Hitch und Mike Millar haben ja erstmal für ein paar Jahre alles geschrieben, was irgendwie wichtig war. Ne? Tja. War der Heldenfall auch von Millar, ne? Bitte? Der Heldenfall war der auch von Millar? Nee, der war Bendis. Der war Bendis, genau. Ja, der war Bendis. Naja. Also ich weiß auf jeden Fall, als ich die Ultimates gelesen habe, war ich gut unterhalten, war ein guter Comic, hat Spaß gemacht, war interessant, aber wenn ich jetzt so von meinen liebsten Avengers-Stories irgendwie erzählen müsste, dann würde ich jetzt nicht auf die Ultimates kommen. Dann fallen mir da eben zum Beispiel Heldenfall ein oder meine Lieblings-Avengers-Saga, habe ich auch schon 100.000 Mal gesagt, die Infinity-Saga von Hickman. Ja, also ich muss mal überlegen, Infinity Saga, da werden wir vielleicht hier auch nochmal drüber sprechen. Heldenfall taucht ja in den Filmen eigentlich nicht wirklich auf bis jetzt. Nee. Ich bin auch kein großer Heldenfall-Fan, muss ich leider sagen, weil auch da mir zu viel zu Bruch geht in zu kurzer Zeit. Ich bin da, also ich fand, das ist das Ding. Also ich bin so jemand, ich habe das Gefühl, ich finde das immer schade, dass eben auf einmal so inflationär mit Veränderungen umgegangen wurde. So viel auf einmal. Und eben auch so inflationär einfach halt Helden getötet wurden, was ja das Prinzip von Heldenfall ist, okay, ne? Aber wie gesagt, ich bin da irgendwie, keine Ahnung, und ich hätte wirklich, also wenn ich jetzt quasi nur aus der Erinnerung über Ultimates gesprochen hätte, Ultimates war für mich echt immer das Avengers-Comic, was ich erwähnt, ich hab's nämlich ganz oft als Lieblings-Avengers-Comics erwähnt, ja. Aber rückblickend kann ich das überhaupt nicht mehr bestätigen. Also es hat sich total verändert. Keine Ahnung. Also ja, verrückt, wie sich Dinge verändern können, auch in der eigenen Wahrnehmung. Ne? Absolut. Ist ja auch oft bei Serien und Filmen so. Es gibt welche, die einfach verdammt gut altern. Die kannst du dir heute noch angucken, obwohl irgendwelche Sachen aus den 60ern, 70ern sind oder so. Und manche kannst du dir überhaupt nicht mehr angucken, die von 90ern sind oder so. Ja. Also, ja, es gibt, ja, oder also, Sachen, die halt einfach, bitte, also die zu dem Zeitpunkt vielleicht gut funktioniert haben, aber die dann rückblickend halt alles ins Negative verschoben haben, ne? Also, ich weiß nicht, ein Beispiel davon ist so, keine Ahnung, so der fünfte Fast and Furious ist ein super unterhaltsamer Film, ja, der aus meiner Sicht der beste der Reihe, so. Aber danach ging es halt voll bergab, weil einfach dann das war das Prinzip, okay, wir müssen immer übertreffen, so. Wir müssen immer verrückter werden, so, ne? Immer bekloppter. Und ich kann jetzt inzwischen gar nichts mit der Reihe anfangen.
So, ich habe nie mehr als den ersten gesehen. Von ja, okay, der ist komplett anders. Das ist komplett anders. Der erste ist ja so Dreier Straßen, so hier so ein bisschen, ich drücke mal ein bisschen aufs Gaspedal und wir klauen irgendwie hier irgendwelche Sachen. Ja, später, naja. Aber heute lache ich mir einfach über die Trailer sehr gerne tot. Ja, also, ja. Völlig schräg. Nee, und so ist es halt mir irgendwie mit Avengers gegangen. Dass, wie gesagt, wenn es, leben wir in einem Paralleluniversum, wo quasi die die Ultimates keine klassischen Marvel-Vorbilder gehabt hätten, die Charaktere. Und sich danach auch nicht irgendwie ein Marvel-Universum stilistisch so danach gerichtet hätte, würde ich vielleicht anders immer noch über die ultimativen urteilen. Ich glaube, es wäre mir immer noch zu viel, was in zu kurzer Zeit passiert. Also nicht, ich würde immer noch bemängeln, dass eigentlich die Dinge, die Potenziale überhaupt nicht ausgearbeitet werden. Ja, das ist einfach nur bam, bam, bam. So, wir müssen also dieses wie so Comedy-Sendung, wo alle oder Comedy-Filme, wo alle 20 Sekunden gelacht werden muss, sonst funktioniert der Film nicht so, ne? Und hier muss halt alle 20 Sekunden irgendwie irgendwas Krasses passieren, so, ne? Und das, da habe ich dann immer das Gefühl, dass, genau, die Dinge sollten nicht nur passieren, weil sie krass sind, sondern die Dinge sollten passieren, weil sie halt die Handlung oder die Charaktere weiterbringen. So, das ist mein Bedürfnis. Und das sehe ich hier halt gar nicht. Und das sehe ich eben bei dem Avengers-Film extrem. Ja. Der Avengers-Film ist natürlich simples Blockbuster-Kino, aber die Charaktere werden da alle mit Würde, mit Respekt behandelt. Ja. Und das vermisse ich bei den Ultimativen tatsächlich. Also ich muss sagen, ich werde mir jetzt demnächst mal wieder die Authority durchlesen und bin gespannt, ob das denn für mich besser funktioniert. Weil da sind die Charaktere eben, wie gesagt, haben sie weniger Vorgeschichte, sind von Anfang an so angelegt, wie sie angelegt sind, ja, und dürfen eben auch deswegen, ich gehe mal davon aus, dass ich da dann auch besser damit umgehen kann, weil auch da ja einiges Radikales passiert, so, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob du Authority gelesen hast. Kennst? Nee, ich kenne die nur jetzt tatsächlich, weil sie jetzt im DC-Universum eine Rolle spielt. Hattest du erwähnt, ja. Wenn du irgendwie rankommst, kann ich dir nur empfehlen. Weil, wie gesagt, optisch ging es da los mit diesem Brian Hitch-Stil und dann später auch hier einer meiner Lieblingszeichner, Dingens hier, der All-Star-Superman-Zeichner, wie heißt er nochmal? Habe ich letztens beim Comic-Treff auch als meinen Lieblingszeichner erwähnt, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Ist auch egal. Also hier war es ja auf jeden Fall Brian Hitch bei den Ultimativen. Und also sind wir uns einig, dann wahrscheinlich, dass auch hier eben der Film vorne liegt. Ne? Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Für mich auch, ja. Ja, das heißt, also mal wieder. Also 2-0 heute für die Filme. Ja. Und insgesamt, glaube ich, liegen die Filme dann auch relativ weit vorne. Ne? Wir hatten Iron Man, wir hatten nicht Hulk, wir hatten Incredible Hulk, ne? Wir hatten, ja, aber da war das Comic vorne, sagten wir. Stimmt, wir hatten, genau. Wir hatten Thor, Iron Man 2, da sagten wir, die Comics sind zwar also wir hatten Kritik an den Comics, aber die waren immer noch zeitloser als der Film, waren wir der Meinung. Und jetzt eben halt 2 für die Filme, also 4-2 müsste es dann sein. 4-2. Einmal hatten wir einen Unentschieden bei irgendeinem Film. Unentschieden, stimmt. Dann müsste das aber eigentlich Iron Man ja gewesen sein, Iron Man 2. Könnte sein, oder? Ja. Könnte sein. Genau, weil nichts von beiden uns so hammermäßig überzeugte. Oder habe ich jetzt irgendeinen Film gerade vergessen? Nö, es müsste der 6. Film gewesen sein, ja. Also wenn ihr sich sämtliche Folgen angeguckt habt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Genau, nee, aber dann war es, genau. Weil Hulk, bin ich mir sicher, da waren wir auf jeden Fall, hatten wir beide das Comic vorne gewertet, auch wenn wir sagten, der Film ist auch schaubar, ja. Ja. Avengers ist, um das nochmal zu sagen, wirklich einer, nicht nur von den Superheldenfilmen, sondern ist überhaupt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, geht mir genauso. Also es ist einer der Filme, die ich in der Neuzeit wahrscheinlich mit am öftesten gesehen habe. Vielleicht nicht immer ganz so, aber halt wenn er im Fernsehen lief, dann immer reingesappt und dann halt weitergeguckt, was gerade lief, aber auch häufig mal auf
DVD oder Blu-ray. Wollte ich gerade sagen, also das ist so ein Film tatsächlich, wo ich nicht wegseppen kann. Wenn ich den zufällig im Fernsehen sehe, dann muss ich den zu Ende gucken. Absolut verständlich. Weil man auch einfach immer schon weiß, gleich kommt wieder eine geile Szene. Ja, also, Ja, haben wir es mal wieder geschafft. Zwei Filme in knapp anderthalb Stunden. Und ich werde mal mit dir, wir beenden jetzt mal das Ding, ja. Und ich quatsch gleich nochmal mit dir kurz. Genau, wie wir das mit dem weiteren Verlauf handhaben wollen. Also, danke für die, die es zugeschaut haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr einfach dann auch mal hinterlasst, wie ihr denn zu Avengers steht, was ihr so für Erinnerungen damit verbindet. Oder eben Captain America, ob ihr den halt irgendwie kritischer seht. Und Ultimativen würde mich interessieren, ob ich da irgendwie alleine stehe mit meinem Urteil. Wobei ich bin der Meinung, mitgekriegt zu haben, dass Mark Millar heutzutage viel kritischer gesehen wird bei vielen Comic-Fans als noch vor 10, 15 Jahren, wo er halt eben neu in die Szene reinkam. Ne? Ja, kann man ein bisschen, ich glaube, kann man ein bisschen trennen. Also die Sachen, die nicht bei im Marvel-Universum spielen, irgendwie, die finden viele unheimlich gut. Also da sind einige. Ja, klar, ist natürlich. Zum Beispiel über die Chrononauts, weiß nicht, ob du die gelesen hast. Nee, habe ich nicht. Die machen wirklich richtig Spaß. Die sind auch völliger Blödsinn, also Zeitreisende, die da irgendwie auf diese typischen Zeitreiseregel einfach einen Dreck drum geben. Und der Typ macht einfach alles, wozu er Lust hat, fährt mit Sportwagen im alten Rom rum und so, ist ihm völlig wurscht. Also die machen einfach richtig Spaß, muss man sagen. Ist auch totales Blockbuster-Zeug und da sind die Filmrechte auch längst vergeben. Also der macht schon gute Sachen heutzutage. So im Superhelden-Universum hat er so einiges. Ja, aber er weiß halt, das, was du mit den Filmen meinst, ne? Er weiß halt immer quasi, wie man etwas so erzählt, dass es auch gut in so zwei Stunden reinpassen könnte, oder? So ein Verlauf. Aber es ist halt auch immer irgendwie dann doch, wie gesagt, immer so ein bisschen, also das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwann dann auch seinen Stil kennt, dass man weiß, was man erwarten kann und halt zum Teil unnötige Effekthascherei oder zu viel Effekthascherei. So, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn Leute Bock haben, würde es mich freuen, wenn ihr es eure Erlebnisse oder Meinung dazu reinschreibt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass unser Talk euch gefallen hat. Und dir danke ich natürlich abermals, dass du das hier mit mir machst und meine vielen Quasseleien erträgst, wenn ich dann mal wieder in Redeflut bin. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich bin da super gerne mit dabei. Sehr schön. Dann, immer wenn es am besten ist, soll man aufhören. Also machen wir jetzt einmal Schluss für heute. Genau mit der Aufnahme und ich wünsche euch viel Spaß beim was auch immer ihr jetzt vorhabt und lest mehr Comics. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.